Hey Finn, worüber reden wir heute? Heute geht es ums Apple Spec. Was? Reden wir über den Tech-Konzern? Nein, über das aplatonische Spektrum. In Spectrum, der Podcast aus der deutschsprachigen A-Spec-Community. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von In Spektren. Mein Name ist Finn, ich verstehe mich als aromantisch und Grey Ace, ich komme aus Österreich, bin 27 Jahre alt, weiß und verwende keine Pronomen. Hallo, hier Noah. Ich bin Ace, demiromantisch, aplatonisch und komme aus Deutschland. Hi, ich bin Delphine, meine Pronomen sind MMs. Ich bin 26 und aus NRW in Deutschland und meine Labels sind Aro Ace, Agender Flux. Und heute haben wir eine Gastperson dabei. Magst du dich einmal vorstellen? Ja, hallo, mein Name ist Charles. Ich bin 27 Jahre alt, komme auch aus Deutschland und verstehe mich als aromantisch und auch asexuell mit ein paar Fragen. Genau. Ich bin heute hier, weil ihr mit mir zusammen über Aplatonik sprechen wolltet, besser gesagt über das aplatonische Spektrum und unter anderem, was die Community-Fragen dazu, die Community dazu Fragen beantwortet haben und wie wir uns auf dem aplatonischen Spektrum sehen. Und wie wir das so erleben, genau. Dann fangen wir doch gleich einmal an. Hallo, hier Finn aus der Nachbearbeitung. Manche von euch wundern sich jetzt vielleicht, weil wir Charles gerade als Gastperson vorgestellt haben und denken sich, warte, Moment, ist Charles jetzt nicht schon länger bei den Spektren dabei? Und ja, ihr habt recht. Tatsache ist nämlich, dass wir die Folge schon vor, bisschen über einem Jahr aufgenommen haben, also schon länger her und nur bisher nicht erschienen. Ja, es gibt auch ein paar andere Abweichungen, zum Beispiel eine Person, die während der Folge ihre platonische Orientierung hinterfragt und questioned, hat sich inzwischen ungefähr verortet. Also ja, ihr könnt gerne die Abweichungen und Änderungen sammeln während dem Zuhören und uns dann schicken. Ich bin absolut gespannt, wer die meisten findet. Unsere Kanäle, Kontakte findet ihr am Ende. Jetzt viel Spaß bei der Folge. Dann fangen wir doch einfach mal gleich mit einer Definition an. Und zwar, Aplatonik ist eine platonische Orientierung und beschreibt Personen, die keine oder kaum platonische Anziehung empfinden und oder das Konzept platonischer Liebe nicht nachvollziehen können. Aplatonik bedeutet nicht, dass eine Person keine Freundinnenschaften hat oder möchte, auch wenn solche ebenfalls aplatonisch sein können. Genau, und der Begriff, reden wir vielleicht ein bisschen darüber, woher der Begriff kommt. Der Begriff ist im April 2012 in einem Foren Thread of Avon entstanden und wurde quasi von einer Person geprägt, die gemerkt hat, dass sie selbst keinen Bezug zum Gedanken oder zu dieser Vorstellung von freundschaftlicher Liebe hat oder hatte. Also dass das dieses Wort freundschaftliche Liebe ihr Leben einfach nicht beschrieben hat. Das hat sich nicht passend angefühlt und daher wollte diese Person den Begriff Liebe nicht für Freundinnenschaften verwenden. Das zeigt sich vielleicht jetzt auch noch ein bisschen darin, wer alle diesen Begriff Aplatonik noch verwendet, nämlich auch viele Personen, die neurodivergent sind und aber teilweise auch von aromantischen Personen, um zu beschreiben, dass sie kein Interesse an queerplatonischen Beziehungen haben oder zum Beispiel auch keine Squishes erleben, im Sinne von starken platonischen Crushes oder so. Was wir vielleicht noch allgemein dazu sagen können, Aplatonik ist wie viele andere Label auch ein Label, das Leute für sich verwenden können, wenn sie es für sich als hilfreich sehen, aber nicht verwenden müssen. Und es kann auch mit einer unterschiedlichen Einstellung zu Freundinnenschaften einhergehen und die Personen, die das Label für sich verwenden können, jede romantische, sexuelle oder andere Orientierung oder Identität haben,
Das ist voneinander unabhängig. Ja, wir haben gerade darüber gesprochen, dass der Begriff Aplatonik eben unter anderem von Menschen verwendet wird, die keine oder kaum platonische Anziehung empfinden. Jetzt frage ich dich, Noah, kannst du die Definition von platonischer Anziehung nennen? Ja, habe ich auch vorliegen. Und zwar meint platonische Anziehung das Verlangen, eine enge oder engere platonische Beziehung, Kameradschaft, Bekanntschaft mit einem anderen Menschen einzugehen. Mitunter der Wille, Interesse und Erfahrungen zu teilen oder eine sehr tiefe Lebensfreundschaft einzugehen, jedoch ohne Einbeziehung romantischer Gefühle. Also der Begriff ist platonisch, ist quasi so ein bisschen entstanden bzw. wird verwendet, um diese Anziehungsform von romantischer oder eben sexueller Anziehung eben abzugrenzen. Ja, genau. Und wir haben hier ja auch jemanden, der häufiger platonische Anziehung empfindet, glaube ich, in der Runde. Delphine, willst du uns mal erzählen, wie sich das so anfühlt? Vielleicht. Ich versuche es auf jeden Fall. Ja, also bei mir würde ich sagen, äußert sich das so, dass ich das öfter habe, wenn ich Personen sehe oder irgendwie mit ihnen zu tun habe oder sie kennenlerne, dann den Wunsch habe, mit genau der Person befreundet zu sein, weiter in Kontakt zu sein und ja, dann vielleicht eine Freundinnenschaft mit der Person einzugehen, zu beginnen. Und was ich für mich noch dazu rechne, ist, dass ich, wenn ich meine Freundinnen längere Zeit nicht sehe, bei mir ist dieses längere Zeit ein sehr kurzer Zeitraum, aber dann vermisse ich die Person und versuche wieder den Kontakt aufzubauen, um ja möglichst viel Zeit miteinander zu verbringen. Das ist interessant, da werden wir dann später noch auf unser jeweiliges Erleben auch so eingehen und wo unsere Erfahrungen oder Erfahrungen von Personen, die aplatonisch sind oder sich auf dem aplatonischen Spektrum verorten, wie das davon abweichen kann oder eventuell abweicht in manchen Punkten. Ja, genau, aber jetzt lasst uns erst einmal darüber reden, dass es gibt auch eine Abkürzung für Aplatonik, das ist APL, wird aber auch Apple gesprochen. Wenn wir vom aplatonischen Spektrum sprechen, könnten wir also auch Apple Spec sagen. Das finde ich eigentlich eine sehr coole Abkürzung. Und jetzt hatten wir es gerade schon, das Spektrum wieder. Aplatonik ist wie so vieles kein Kippschalter. Also es gibt nicht einfach nur eine Person ist aplatonisch oder eine Person ist eben nicht aplatonisch, sondern es gibt wieder ein großes Spektrum dazwischen mit unterschiedlichen Erfahrungen und ganz unterschiedlichen Erleben. Und da haben wir auch noch eine Definition. Möchte die jemand von euch vorlesen wieder? Das Label demiplatonisch ist eben ein Label, welches gerade auf dem Spektrum liegt, welches Finn beschrieben hat. Und demiplatonisch kann von Leuten benutzt werden, welche diese platonische Anziehung nur verspüren, wenn sie schon eine starke emotionale Bindung zu der Person aufgebaut haben. Genau, also so wie die Demi-Label auf den anderen Spektren analog. Es gibt dann auch auf dem platonischen bzw. aplatonischen Spektrum auch das Label grauplatonisch oder grayplatonisch. Das ist ein Begriff für Personen, der von Personen verwendet werden kann, die platonische Anziehung nur selten, vage, schwach, unregelmäßig oder unter bestimmten Umständen empfinden. Also quasi ein Label, das auch als Schirmbegriff für verschiedene Labels auf dem Spektrum verwendet werden kann. Und dann haben wir euch noch ein Label mitgebracht, das ist Kasplatonisch. Das beschreibt Personen, die ja dem Level an platonischer Anziehung, das sie empfinden, nicht viel Bedeutung beimessen. Das ist für sie kein wichtiger Teil ihrer Identität und sie stehen dem eher gleichgültig gegenüber. Genau, und all diese Labels und noch ganz viele mehr finden sich auf dem aplatonischen Spektrum. Und das aplatonische Spektrum beschreibt das Spektrum platonischer Orientierungen, die eben unter den Schirmbegriff der Aplatonik fallen. Personen auf dem aplatonischen Spektrum empfinden mitunter keine platonische Anziehung oder empfinden die nicht auf dieselbe Weise oder auf eine Weise, die nicht den gesellschaftlichen Normen entspricht,
eben wie wir gerade zum Beispiel bei Grauplatonik gehört haben, nur selten, schwach, unbeständig, so dass sie sich eben mehr mit Aplatonik identifizieren als mit Alloplatonik. Da Finn jetzt gerade bei dem Begriff Alloplatonik war, wollte ich kurz dazu noch was sagen. Alloplatonik beziehungsweise alloplatonisch beschreibt eine Person, die platonische Anziehung auf den gesellschaftlichen Normen entsprechender Art und Weise erlebt. Also ähnlich wie wir das auch mit alloromantisch oder allosexuell eben aus den anderen Bereichen kennen. Genau, und jetzt stellt sich uns natürlich die Frage, wo wir hier eine Folge machen über Aplatonik und das aplatonische Spektrum. Wie verorten wir uns eigentlich generell auf dem breiten Spektrum der Platonik, auf dem platonischen Spektrum? Wie sieht es bei euch aus? Ich würde einfach mal anfangen, dann könnt ihr gleich mit dem Rest des Spektrums weitermachen, weil wir gerade auch schon den Begriff Alloplatonisch kennengelernt haben. Das wäre dann der Teil, der auf mein Erleben zutrifft. Ich habe ja vorhin schon erwähnt, wie ich das erlebe, und ich befinde mich dann auf dem Spektrum an der, ja, einen äußeren Ecke, die das nach den gesellschaftlichen Normativen erlebt. Also ich verorte mich einfach auf dem aplatonischen Spektrum. Ich habe mich jetzt nicht für irgendeinen speziellen Begriff bisher entschieden. Vielleicht kommt das noch irgendwie. Deswegen, ich beschreibe mich einfach als aplatonisch, weil ich zum Beispiel jetzt der Meinung bin, ich verspüre keine platonische Anziehung. Ich kenne auch das, was vorhin angesprochen wurde, mit dem Vermissen nicht, zumindest nicht bei Personen, mit denen ich befreundet bin. Und ich habe auch nicht dieses Gefühl, oh, mit der Person muss ich unbedingt befreundet sein. Und so bin ich quasi über Ausschlussverfahren dazu gekommen, dass ich wahrscheinlich aplatonisch bin. Heißt allerdings nicht, dass ich keine Freundinnenschaften habe, sprechen müsste man können. ich habe tatsächlich einige und ich melde mich auch regelmäßig und wir treffen uns regelmäßig, aber ich habe da jetzt kein Verlangen hin. Das ist eher dann so dieser Wunsch, ach, ich hätte mal wieder Bock auf eine nette Unterhaltung. Ich könnte ja mal die und die Person fragen. So ist das bei mir eher. Was ich aber empfinden kann, ist Sympathie. Das vielleicht so am Rande. Also mir geht es da ähnlich wie dir, Noah, dass ich einfach durch auch Vergleich mit anderen Anziehungen, die ich vielleicht spüre, und dann über Ausschlussfaden dazu gekommen bin, dass ich mich als aplatonisch verstehe. Dazu gehören für mich selber die so ein bisschen die drei Punkte, die Delphine ziemlich am Anfang schon mal angesprochen hatte. Also, dass ich Freundinnenschaften nicht normativ verstehe, sondern für mich das alles, auch das Wort Freundinnenschaft, generell nicht ganz dazu passt, wie ich meine sozialen Kontakte wahrnehme. Dann, dass ich keine platonische Anziehung verspüre, wenn ich Leute kennenlerne und auch innerhalb meiner Freundinnenschaften nicht dieses Verlangen habe, mit denen freundschaftliche Dinge zu machen oder platonische Dinge zu tun, also innerhalb der Freundinnenschaft, die dann schon besteht. Ja, dann bin nur noch ich übrig. Ich bin sozusagen questioning aktuell, trifft es vielleicht ganz gut. Ich dürfte irgendwo auf dem Spektrum sein, also für mich ist es so, dass ich mir auch ganz schwer tue, oder ich tue mir einfach sehr schwer zu verstehen, was platonische Anziehung überhaupt sein soll. Finde das sehr fuzzy. Ich habe auch das Gefühl, dass ich Freundschaften bzw. Freundinnenschaften und generell zwischenmenschliche Beziehungen ein bisschen anders wahrnehme, in der Wertigkeit auch, als andere Menschen das manchmal tun, und das mit dem Vermissen ist bei mir auch nicht so ein Ding. Ich tue mir aber teilweise ganz schwer, mich irgendwo auf diesem Spektrum zu verorten. Ja, da kommen wir dann vielleicht auch nochmal darauf zu sprechen, warum das so ist im Laufe der Folge. Grauplatonisch wäre vielleicht am ehesten ein Wort, mit dem ich mich momentan beschreiben würde, aber so genau weiß ich es eigentlich ehrlich gesagt noch nicht. So, jetzt haben wir schon einiges über das Spektrum und Aplatonik gehört, aber was bedeutet das jetzt eigentlich ganz, ganz konkret? Was bedeutet Aplatonik für euch? Finn, magst du vielleicht was dazu sagen? Ja, also ich finde das eigentlich voll schwierig zu sagen, was es für mich bedeutet, einfach weil ich auf Questioning bin. Aber was ich auf jeden Fall sagen kann, ist halt, wir hatten auch schon darüber gesprochen, dass das von Menschen verwendet wird, die keine Squishes
empfinden. Und ich führe zwar QPRs, also ich führe eine queer-platonische Beziehung, aber so etwas wie einen Squish oder wirklich starke platonische Anziehung habe ich eigentlich nicht. Also ich hatte vielleicht einmal oder so ein Erlebnis, wo man eventuell sagen könnte, ja, das könnte sowas gewesen sein in die Richtung, aber das finde ich auch sehr, also es ist für mich trotzdem so ein bisschen vage und vielleicht bedeutet es auch etwas, dass ich einfach keine oder einfach nicht verstehe, was platonische Anziehung genau sein soll. Also ich würde sagen, das ist schon mal so ein bisschen was und was wir eben auch schon gesagt haben vorhin oder was ich auch schon gesagt habe, das mit dem Leute vermissen ist bei mir nicht so. Das kommt sehr, sehr selten vor, bis teilweise nie. Ja. Wie sieht's bei dir aus, Noah? Also im Prinzip ähnlich wie bei dir. Also wie gesagt, das hatte ich auch vorhin schon erwähnt, ich habe dieses Vermissen nicht. Ich habe den Wunsch nicht unbedingt mit einer Person befreundet zu sein. Es kommt dann eher so der Gedanke, oh, das Gespräch oder die Aktion oder was wir da gerade ausgeführt haben, das war eigentlich ganz cool, vielleicht wollen wir das wiederholen. Darüber entstehen eigentlich bei mir oft Freundinnenschaften und ja, also ich mache mir da allgemein keinen Stress, wenn ich gebraucht werde, bin ich da. Ansonsten ist es bei mir eher agieren nach Terminkalender, dass ich denke, oh, jetzt sollte ich mich doch langsam mal wieder melden. Ja. Ich glaube, das ist es im Grunde bei mir so ein bisschen. Ja, ich habe auch eine Liste von den Menschen, bei denen ich mich immer wieder mal melde und dann steht immer drauf, was war der letzte Kontakt, wann war der letzte Kontakt und so weiter. Und das schaue ich mir dann immer wieder mal an. Das heißt jetzt nicht, dass das immer total super klappt, aber es klappt auf jeden Fall besser. Ich meine, ich führe ja auch Freundinnenschaften und ich führe auch gerne diese zwischenmenschlichen Beziehungen, die andere Menschen so labeln würden, schätze ich mal, und die ich dann auch so label. Same. Ja, auch ganz viele unterschiedliche, aber mir fehlt auch so ein bisschen diese, also ich weiß nicht, das habe ich glaube ich schon mal gesagt, dass wir über platonische Anziehung gesprochen haben, mir fehlt so ein bisschen diese Bewertung zwischen eine so total enge, tiefe Lebensfreundschaft ist wichtiger als die Leute, mit denen ich, keine Ahnung, ab und zu bowlen oder in ein Escape Room gehe. Ich habe auch diese tiefen Freundschaften, Freundinnenschaften, aber mir sind diese anderen Leute genauso wichtig und ich sehe da, und zu denen würde ich vielleicht nicht mit meinen Problemen kommen. Das ist einfach nicht Teil der Beziehung, aber deswegen ist mir die andere Freundinnenschaft jetzt nicht wichtiger oder wertvoller. Weil das muss auch nicht so sein und es darf auch mal eine unausgewogene zwischenmenschliche Beziehung geben. Also das ist auch okay, solange das für alle Beteiligten in Ordnung ist und alle Beteiligten wissen, was da los ist und das nicht irgendwie total schädlich wird. Ich finde, da ist auf jeden Fall schon viel dabei, was auch für mich zur Aplatonik gehört. Ich finde gerade, dass ich auch, mir es schwerfällt, wenn ich Leute mag und wenn ich jetzt normativ die Personen als FreundInnen bezeichnen würde, dann fällt es mir da auch schwer, Abstufung zu machen zu gut, besser oder weniger gut. Das ist für mich auch, ja, wohnt irgendwie bei mir in dem Gefühl von, okay, wir verstehen uns gut, einfach nicht, das wohnt dem nicht inne, dem Gefühl. Weil es sind halt unterschiedliche. Ja, weil die Beziehungen einfach ebenwertig sind und es kann auch mal enger und dynamisch und mal wieder das innerhalb auch der Freundinnenschaft habe ich dann auch sehr viel Raum dafür, dass sich auch die Dynamik einfach ändert. Also dass es mal ein halbes Jahr sehr, dass man sehr viel miteinander macht und dann auch sich das einfach dynamisch abwandelt. Für mich ist Aplatonik persönlich die Abwesenheit von platonischer Anziehung. Und da ist eben für mich relativ wichtig, für mich selber zu verstehen, das geht da für mich um die um eine bestimmte Person, die ich dann eben sehe, zu der ich dann eben nicht diese Anziehung habe. Also nicht allgemein, dass ich keine sozialen Kontakte will, und weil das ist nicht der Fall. Und eben dann auch, dass es über diese Schwelle hinausgeht,
okay, es macht mir Freude, mich mit Personen zu treffen oder auch mit der Person zu treffen, einfach über diese Schwelle, über die nicht überschritten wird, so ein inneres Verlangen, was einfach nicht überschritten wird. Und deswegen sage ich von mir, dass ich aplatonisch bin. Aber ja, mir sind meine sozialen Kontakte wichtig, auch wenn sich tatsächlich für mich es nicht ganz natürlich dazu gehört, mich bei denen regelmäßig zu melden. Ich musste mir auch meine Liste anlegen. Ich glaube, das klingt sehr vernünftig. Ja, genau. Das mit der Liste ist eine gute Idee. Kann ich wirklich nur empfehlen. Aber ja, ich habe das auch. Also gerade was du jetzt sagst, dass man sich auch mal ein halbes Jahr nicht meldet, das kenne ich auch. Und bei den meisten ist es dann okay, dass man dann einfach mal wieder ankommt und mal nachfragt. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Also ich habe das auch teilweise lange Funkstille und dann meldet man sich mal wieder. Und was ich noch vorhin wegen Finn sagen wollte, ich habe auch unterschiedliche Abstufungen. Ich habe zwei sehr, sehr tiefe Freundinnenschaften, wovon ich eine, allerdings ist die aus romantischer Anziehung entstanden und die ist auch anders gelagert. Die Person vermisse ich auch. Also das hat sich, da können wir vielleicht mal drauf eingehen, das hat sich, glaube ich, in eine emotionale Verbundenheit oder ich sage gerne Verliebtsein umgewandelt. Vielleicht können wir über, das ist doch eigentlich eine Idee, Finn. Vielleicht wollen wir mal über Anziehung, Beziehung und Bindung und so reden. Das wäre vielleicht an der Stelle ganz gut. Ja, cool. Also stimmt, da hast du recht. Das passt eigentlich ziemlich gut, auch gerade, weil du schon von Bindung gesprochen hast. Und vielleicht frage ich das auch so ein bisschen etwas, was wir Delphine fragen können, weil ich habe das Gefühl, dass wenn über, oder eines meiner größeren Probleme ist oft, dass ich das Gefühl habe, wenn über platonische Anziehung gesprochen wird, auch in der Aspect-Community, dann oft Anziehung und Bindung als Begriffe so stark durcheinander geworfen werden oder so. Oder ich habe das Gefühl, dass Menschen dann manchmal Dinge beschreiben, die ich als Bindung verstehen würde. Als emotionale Bindung, die ich zum Beispiel zu einem Menschen, zu einem Tier, zu was auch immer aufbauen kann. Und Bindung entwickelt sich ja bei mir schon, aber halt über Zeit und ohne Anziehung in dem Sinne. Also ohne platonische Anziehung zumindest, auch ohne romantische Anziehung, weil du das auch gerade angesprochen hattest. Aber Bindung kann sich entwickeln und das kann entstehen und diese Fälle gibt es und ich habe Bindungen zu Personen, ganz unterschiedliche Formen von Bindungen zu unterschiedlichen Personen. Aber ich finde das Zusammenschieben in einem Begriff so enorm verwirrend und irritierend für mich oft. Delphine, siehst du da irgendwo, wie siehst du da Unterschiede? Ja, ich finde das schwierig, einfach aus dem Grund, weil es mir, ich glaube, auch schwerfällt, beides genau, also so richtig voneinander zu trennen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das vielleicht ein Grund ist, warum es häufig zusammengeworfen wird. Ich würde sagen, das geht bei mir Hand in Hand miteinander, dass aus der Anziehung dann auch eine Bindung entsteht und dass ich deswegen wahrscheinlich auch so Probleme habe, da irgendwo Unterschiede festzumachen. Also, dass Anziehung nicht das gleiche wie Bindung ist, ja, aber es ist irgendwie so ein fließender Übergang, würde ich für mich sagen. Ja, darüber haben wir in Bezug auf romantische Anziehung ja auch schon öfters gesprochen, Noah, oder? Also, dass durch unterschiedliche Anziehungsformen, also zum Beispiel durch romantische Anziehung, durch platonische Anziehung, aber sicher auch durch alle anderen Anziehungsformen, über die Zeit quasi Bindung vielleicht schneller aufgebaut werden kann, aber Bindung auch einfach so aufgebaut werden kann, ohne jegliche Form von Anziehung. Oder zumindest passiert das für mich so, dass ich Beziehungen zu Menschen entwickle und dann in Folge auch Bindungen, egal auf welcher Ebene jetzt, ob das jetzt platonisch oder sexuell oder sensuell oder sonst auf irgendeiner Ebene ist, mit oder ohne Anziehung. Also bei mir ist das genauso. Also der einzige Unterschied zwischen, also ich habe ja die Wahl, also entweder es steht bei mir eine Bindung aus romantischer Anziehung oder ich schaffe es auch ohne Anziehung, eine Bindung entstehen zu lassen. Also bei mir gibt es nur diese beiden Möglichkeiten, habe ich im Moment jedenfalls das Gefühl. Und die Bindung, die entsteht ohne Anziehung, die braucht halt länger. Romantische Anziehung ist für mich einfach nur so ein Kickstart, sage ich mal, schneller zu einer Bindung. Wenn es denn funktioniert und ich mich mit der Person nicht vorher zerstreite. Genau.
die da einfach schneller hinführt. Das ist bei mir eigentlich, glaube ich, der einzige Unterschied, ob es nun mit Anziehung oder ohne Anziehung. Der Shortcut über die Hormone vielleicht. Manchmal. Ja. Ja. Wobei ich gerade überlege, ich glaube, dieses Shortcut oder Kickstart könnte im platonischen Fall auch zutreffen. Wenn ich mir überlege zu Personen, bei denen ich beim ersten Sehen oder Kennenlernen eine platonische Anziehung erlebe, dann fällt es mir auch leichter, da eine Beziehung aufzubauen oder Bindung aufzubauen, als wenn es jetzt eine Person ist, bei der die Anziehung erst vielleicht mit der Zeit kommt oder die Bindung erst sich aufbaut und dann irgendwie mit der Bindung verwurschtelt, dann so Anziehung mit aufploppt. Von daher würde ich sagen, also es kann bei platonischer Anziehung auch funktionieren. Delphine, da hätte ich vielleicht kurz eine Frage, wenn du darauf antworten willst, natürlich. Gerade im romantischen Kontext hört man ja oft, dass es so eine Art Typ gibt oder charakterlich oder Aussehen, worauf dann Leute besonders quasi romantisch sich hingezogen fühlen. Meinst du für dich selber, dass du irgendwie ein Muster erkennst, von welchen Charaktereigenschaften oder irgendwelchen Eigenarten, die Menschen mit sich bringen, du dich dann so platonisch besonders angezogen fühlst oder Wahrscheinlichkeit höher ist, dass du die Person platonisch gut findest? Eine Frage, über die ich noch nie nachgedacht habe. Ich würde sagen, dass es, wenn es jetzt ist, irgendwie, ich sehe die Person zum ersten Mal und habe platonische Anziehung, ich glaube, dann geht es sehr viel über Äußerlichkeiten. Einfach, ob die Person interessant oder auswirkt oder ist sie ästhetisch schön finde. Und ansonsten, also was auf jeden Fall platonische Anziehung sehr schnell wieder verschwinden lässt, ist, wenn die Person charakterlich irgendwie sehr eher so egoistisch so in die Richtung drauf sind, dann verschwindet die Anziehung schneller wieder. Und ansonsten, schwierig zu sagen. Ich stelle auf jeden Fall fest, dass mein Freundeskreis mir doch sehr ähnlich ist. Also werde ich wahrscheinlich unbewusst ein bisschen darauf anspringen, Leute, die vielleicht ähnliche Label haben oder auch mit psychischen oder chronischen Problemen zu tun haben. Ich weiß nicht, ob das irgendwie zusammenhängt, aber das ist auf jeden Fall etwas, was mir auffällt, wenn ich mich so umschaue bei mir. Und ich glaube eher so introvertierte Leute. Ähnliche Probleme oder geteilte Gefühle und als geteiltes Erleben vielleicht. Ja. Ja, also ich glaube, dass für mich, wenn es zur Bindung kommt, auf jeden Fall auch so ein ähnlicher Erfahrungshorizont oder auf jeden Fall auch eine Rolle spielt. Genau, ja. Also kann ich schon nachvollziehen. Auch wenn bei mir nicht der Anziehungspart als Kickstarter nicht dabei ist. Ja. Wenn ich nochmal auf das Thema zwischen Bindung und Beziehung und Anziehung, also diese drei Wörter nochmal eingehen kann. Bei mir ist auch so, dass ich ohne Anziehung meine sozialen Bindungen oder meine Bindung zu Menschen aufbaue und das vom Gefühl her, ähnlich wie bei Noir, auch eben in Intensität sich unterscheiden kann und ich deswegen auch die Person, zu denen ich diese Bindung habe, nicht wirklich als, oder besser gesagt, ich das Gefühl habe, dass dieses normative Begriff Freundin nicht ganz für mich passend ist, weil ich eben nicht diese Anziehung verspüre, nicht diese Regelmäßigkeit in Kontakt zu treten verspüre, aber die Leute mir unheimlich wichtig sind. Und damit meine ich, dass ich die Leute, dass ich wissen will, wenn es denen gut geht, dass ich wissen will, wenn es denen schlecht geht und dass ich so eben da eine Bindung zu habe. Und tatsächlich auch, was mir dann noch eingefallen ist, wenn ich dann direkt das Wort Beziehung und Bindung nochmal auf mich wirken lasse, dass ich tatsächlich, um diese Bindung zu haben, auch nicht unbedingt eine Beziehung zu den Leuten brauche. Also ich kann diese Bindung gegenüber Leuten verspüren, dieses, okay, ich will für dich da sein, ich will dir helfen, ohne dass wir wirklich eine Beziehung, also eine Beziehung meine ich eine gewisse Regelmäßigkeit oder schon uns eine gewisse Zeit kennen. Aber trotzdem, dass ich nicht dass ich so empathisch oder quasi Sympathien habe
und das dann mir in irgendeiner Weise emotional wichtig ist. Aber ich brauche dann eben auch nicht diese Anziehung, oder besser, ich habe dann nicht diese Anziehung, dass ich dann mit der Person mich regelmäßig melden will oder mit der irgendwas machen will. Also diese freundschaftliche Anziehung, platonische Anziehung fällt dann trotzdem weg. Und dass es wirklich nur diese Bindung ganz isoliert für mich besteht und in verschiedenen Situationen bestehen kann und auch abschwächen oder sich stärken kann und tendenziell auch ein bisschen braucht, bis ich da hinkomme, außer bei manchen, also bei manchen Situationen, wo ich da einfach diese Bindung spüre, aber losgelöst von Beziehung, losgelöst von Anziehung. Ich glaube, manchmal ist dieses Teilen von Erleben oder von irgendetwas, was ähnlich ist, vielleicht ist es nicht immer Erleben, sondern auch Fragen oder Probleme oder Wünsche oder Vorstellungen, whatever, da können wir ja auch Verbindungen, sage ich mal, zu Menschen herstellen, die wir jetzt nicht unbedingt direkt kennen. Also das können wir als Menschen ja, wenn wir zum Beispiel miteinander reden über das Aceback oder so und über unser Leben, bauen wir auch erstmal schon eine Art Bindung oder Verbindung auf darüber, dass wir unser Erlebtes teilen. Oder auch wenn irgendwo, keine Ahnung, also wenn ein queerfeindlicher Übergriff passiert irgendwo, der groß in den Schlagzeilen ist oder der zumindest durch die queeren Communities geht, dann reagieren wir da wahrscheinlich anders darauf als Menschen, die überhaupt keinen Bezug dazu haben. Das ist für mich auch etwas, wo ich sehe, dass es eine Verbindung gibt, eine eigene Betroffenheit vielleicht auch mitunter. Und ich denke, wenn häufiger geteilt wird über längere Zeit mit einer Person dann tatsächlich und da dann eine Beziehung aufgebaut wird, dass sich dann auch diese Bindung, wenn man will, vertiefen kann. Vielleicht ist das so ein bisschen, wie für mich Bindung auch entsteht. Ich finde, du hast gerade voll gut beschrieben, was ich noch so ein bisschen daher gesagt habe. Ich weiß absolut, ja. Finde ich, trifft zu dem, was ich, rundet das ab, was ich sagen wollte. Wollen wir mal schauen, wie andere Leute ihre Aplatonik erleben oder was sie dazu gesagt haben. Wir hatten ja auch wieder eine Umfrage diesmal und haben wieder ein paar Antworten bekommen. Vielen Dank gleich hier an alle, die die Umfrage ausgefüllt haben. Und ich denke, zu der Frage wollen wir jetzt auch ein paar Antworten vorlesen. Delphine, möchtest du? Ja, gerne. Eine Person schreibt: Aplatonik bedeutet für mich, dass es schwierig ist, FreundInnen zu finden und bleibende und längerfristige Freundschaften aufzubauen. Außerdem empfinde ich zu den meisten Menschen keine platonische Anziehung. Es gibt nur wenige Ausnahmen, bei denen ich das tue. Die Person sagt, sie ist auf dem aplatonischen Spektrum, vielleicht Grey oder Demi oder so. Ich würde mich gleich mit der nächsten Antwort anhängen. Wir haben jetzt eh schon so viel geredet. Und zwar lautet die: schwierig. Allgemein die Abwesenheit von platonischer Anziehung. Für mich speziell, dass ich noch nicht wirklich eine Person getroffen habe, bei der es nach dem ersten Treffen schlimm gewesen wäre, sie nicht noch einmal zu sehen. Paar Leute, die ich schon lange regelmäßig sehe, würden mir aber schon deutlich fehlen. Ich finde, das illustriert auch so ein bisschen den Unterschied zwischen vielleicht Bindung und Anziehung. Da würde ich aber auch mal sagen, dass dieser Teil mit dem, nach einem ersten Treffen wäre es nicht schlimm, die Person nicht wiederzusehen. Ich musste da direkt an Situationen denken, wo es bei mir so war, dass ich Personen gesehen oder getroffen habe, wo ich mir dachte, eigentlich wäre ich gerne befreundet und das kam aber irgendwie nie dazu, weil irgendwie passte das Ganze, die Situation passte nicht. Und ja, dann, also es war jetzt nicht übermäßig schlimm oder so oder wie, weiß ich nicht, immer bei also so Herzschmerz dargestellt wird oder so, aber es war schon ja so ein Bedauern da, dass es nicht funktioniert hat. Spannend. Ja. Aber ich glaube, wir haben noch eine Antwort. Eine knappe und lustige. Nee, auch eine coole. Ich lese die einfach mal vor. Eine zusätzliche kuriose Eigenschaft. Yay. Ja, eine sehr coole Antwort. Finde ich auch. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir zur nächsten Frage weiter oder in der Umfrage und machen einfach weiter. Und zwar hat die gelautet: Welche Formen der Anziehung empfindest du, zum Beispiel romantische, sexuelle, sensuelle, ästhetische Anziehung etc.? Januar. Ich glaube, ich starte einfach mal, weil im Prinzip habe ich es ja schon gesagt. Also Anziehung, die ich kenne,
ist demiromantische, demisensuelle, demiästhetische. Eigentlich habe ich sie jetzt so schön getrennt gesagt, aber eigentlich ist das bei mir eins. Denn es kommt immer zusammen. Wenn die demiromantische Anziehung, ich sag mal, zuschlägt, etwas übertrieben, so ist es nicht, also es baut sich langsam auf, dann merke ich das auch über die anderen beiden Arten, dass ich plötzlich Dinge an der Person entdecke, die ich hübsch finde, wenn es mir vielleicht vorher gar nicht so aufgefallen ist, oder dass ich plötzlich merke, zur Begrüßung hält mich die Person im Arm und irgendwie, ja, das darf sie ruhig etwas länger tun. Weil normalerweise ist bei mir so, kurz drücken, am besten ganz lassen, danke. So merke ich das, dass das so nach und nach diese Anziehung sich aufbauen, die kommen immer zusammen. Also faktisch ist das bei mir eigentlich eine Anziehung. Ich nenne es nur aus SEM-Tradition, nenne ich das jetzt mal, getrennt. Ja, und die anderen habe ich nicht. Ich bin halt asexuell und ich bin aplatonisch, die kenne ich halt nicht. Und mehr habe ich bis jetzt noch nicht für nötig gehalten, noch zu unterscheiden. Genau, also bei mir lässt sich das eigentlich auch recht zügig abhandeln, glaube ich. Ich kann ganz so gut sagen, was ich nicht empfinde, und zwar keine romantische, keine ästhetische Anziehung. Das weiß ich, dass es nicht da ist. Platonische Anziehung, ja, no one knows. Vermutlich eher nicht oder wenig oder selten, irgendwie so. Was ich aber erlebe und auch unterscheide, sind sensuelle und sexuelle Anziehung. Ich label mich ja auch als Grey Ace. Für mich heißt das, dass ich sehr vage und schwach, aber immer wieder dann doch eben sexuelle Anziehung empfinde gegenüber Personen. Und bei sensueller Anziehung ist das bei mir so auf eine Demi-Version, wenn man so sagen will. Ja, genau. Charles, was sagst du? Ja, ich bin da auch eher sparsam ausgerüstet. Ich bin auf jeden Fall aromantisch, asexuell, asensuell, aplatonisch, ästhetisch. Das ist tatsächlich was, wo es mir schwer fällt, das ganz klar zu sagen. Aber wenn dann auch irgendwie in einer grey ästhetischen Richtung. Tatsächlich ist für mich einfach nur die Unterscheidung, dass ich auch romantisch repulsed bin und sensual repulsed und dann eben sex favorable, und das ist eine interessante Kombination, ja, die mich lange beschäftigt manchmal. Das ist, und kann ich aber nachvollziehen. Also ich benutze auch absichtlich den Begriff demisensuell, aber Grey Ace, weil das für mich einfach in der Form nicht gekoppelt ist und ich dann manchmal Situationen habe, wo ich einer Person jetzt niemals in Wirklichkeit körperlich nahe kommen würde die mich danach fragen oder würde sich die Gelegenheit bieten, aber für meine Fantasie passt's und ich habe jetzt trotzdem sexuelle Gedanken und Fantasien, aber ich setze die jetzt nicht in die Tat um, weil die sensuelle Ebene komplett fehlt. So, das beschäftigt mich tatsächlich manchmal. Ja. Ja, es ist einfach interessant, wie unterschiedlich doch diese zwei Dinge sind, obwohl beides ja irgendwo körperlich ist. Deswegen, ja, auf jeden Fall spannend. Und dann, was ich tatsächlich, ich wollte nur sagen, und zu sexuellen Handlungen kommt es halt für mich nur, wenn beides zusammenfällt, dann. Das ist... Ja, also für mich ist das Sensuelle tatsächlich da auch raus, aber ich weiß auch, dass es natürlich irgendwo... Also, ne, Teil, oder dass sie auch, weil es ja eben so arg ineinander greift, für mich das irgendwie da vielleicht klarer getrennt ist dann. Ich finde das voll spannend. Wir müssen uns da irgendwann genauer drüber unterhalten, aber ich glaube, wir schweifen gerade ab. Ja, ich habe es auch gemerkt, und deswegen will ich noch kurz zum Abschluss sagen, dass ich auf jeden Fall schon einmal eine tertiäre Anziehung gefühlt habe. Das war super spannend, und deswegen weiß ich auch tendenziell, dass Anziehung stärker ist als eben, ja, okay, das fände ich jetzt ganz cool, oder das heute, dass einfach viel intensiver sein kann. Und deswegen, das hat mir auch geholfen, dann eben so ein bisschen abzugrenzen, okay, was fühle ich tatsächlich nicht und in welche Richtung kann ich gehen. Das ist echt spannend. Ich finde es immer einfacher zu sagen, was ich nicht fühle, eigentlich. Ja, das würde ich auch sagen. Also es ist sehr einfach zu, also was heißt sehr einfach, es ist relativ einfach zu sagen, dass ich keine sexuelle Anziehung empfinde. Etwas schwieriger ist es mit der romantischen, aber was ich definitiv habe, ist ja vielleicht auch schon angeklungen in dieser Folge, platonische Anziehung.
könnte ich eventuell schon mal erwähnt haben. Und die nicht, ich glaube, wahrscheinlich ja, noch mal stärker als bei vielen anderen. Also wenn ich da sagen müsste, wie viel platonische Anziehung, dann würde ich ja sagen. Vielleicht ist es teilweise auch schon irgendwie in die alteröse Richtung oder queerplatonische Anziehung, aber da schwimme ich so ein bisschen und weiß nicht so ganz, wie ich es auseinanderhalte und wo ich es einordne. Genau, ansonsten ästhetische Anziehung, die habe ich auch. Und bei sensueller Anziehung, da kann ich definitiv sagen, sehr, sehr selten. Manchmal, aber es lässt sich an einer Hand abzählen, wie oft. Dann würde ich sagen, gehen wir doch mal wieder zu unserer Umfrage, weil die Frage haben ja natürlich nicht nur wir uns gegenseitig gestellt, sondern auch euch. Und mag jemand eine Antwort vorlesen? Ja, klar, ich kann das gleich machen. Und zwar haben wir von einer Person die Antwort bekommen: Ich weiß, dass ich in irgendeiner Form romantische Anziehung verspüren kann. Das reicht mir zu wissen. Eine genaue Definition, wie, wann, wieso, fällt mir schwer zu beschreiben. Vielleicht demi-heteroromantisch. Aber auf ein romantisches Label möchte ich mich gar nicht festlegen. Das finde ich eigentlich eine sehr schöne Antwort, weil es muss sich ja auch gar nicht festgelegt werden. Und ich finde das auch gut, wenn nicht immer alle von uns das Bedürfnis haben, oh, wir müssen uns jetzt labeln, weil irgendwer erwartet das, weil es immer unsere Entscheidung ist. Und deswegen, ja, muss ich sagen, ich freue mich immer, das zu hören, auch wenn ich selber gerne mit Labeln für mich selbst um mich schmeiße. Ja, voll. Also Labels sind halt auch nur beschreibende Begriffe und eine Hilfe, Werkzeuge und keine Sachen, die jeder überall haben muss oder auch überhaupt braucht. Begriffe können verwendet werden, wenn sie helfen oder eben auch nicht. Eine Person hat dann noch geschrieben, romantische und ästhetische Anziehung. Kurz, knapp und aussagekräftig. Genau. Und dann noch einmal von einer Questioning-Person: Ästhetische Anziehung, wenn ich aktiv darauf achten muss, eine Person nicht anzustarren, aber nur sehr selten. Vielleicht ein paar ternäre Anziehungen. Ich nehme an, Tertiäre vermutlich, ja. Ich glaube, ja. Das sollte Tertiäre heißen. Ein schweres Wort. Ja. Ich habe ja auch gerade nicht hingekriegt. Weil man kann sich vertippen, okay. Das passiert. Ja, natürlich, ist ja kein Problem. Was wir vielleicht nochmal sagen können, im Prinzip ist es ja auch aus unseren ganzen Reden jetzt gerade bei dieser Frage schon rausgekommen, aber eben Menschen auf dem aplatonischen Spektrum können jede Art von Anziehung empfinden. Also jede andere, eben wenn sie aplatonisch sind, außer eben der platonischen in dem Fall. Also das hat jetzt nichts zu bedeuten. Man kann auch aplatonisch sein und zum Beispiel allosexuell und alloromantisch. So, das sind aber nicht unsere einzigen Fragen. Wir haben da noch eine und die würde ich euch einmal in die Runde stellen. Wie beeinflusst deine Identität auf dem aplatonischen Spektrum deinen Alltag und deine Freundinnenschaften? Noah, magst du vielleicht anfangen? Ja, weil das ist bei mir kurz und knapp, nämlich eigentlich gar nicht. Also ich wüsste nicht, wo mich das im Alltag beeinflusst. Also, nö. Ich glaube, mein Alltag beeinflusst es auch eher wenig. Und meine Freundinnenschaften. Ich weiß nicht, ob das daher kommt, dass ich aplatonisch bin, aber ich glaube, dass es zum einen schon beeinflusst ist, dass ich einfach nicht dieses, oder dass es für mich nicht Teil meiner Freundinnenschaften ist, dass ich regelmäßig einfach so alltäglichen Kontakt habe, vor allem wenn man nicht in der gleichen Stadt wohnt. Ich glaube, das beeinflusst schon dann eben diese Freundinnenschaften, die weiter auseinander sind. Und trotzdem, und ich glaube, für mich rührt es trotzdem auch aus meiner Aplatonik heraus, dass ich mich immer sehr sicher fühle in meinen Bindungen zu den Personen und deswegen auch, dass sich dann irgendwie so ein bisschen auflöst, dass ich trotzdem weiß, okay, wir haben trotzdem diese Bindung und ich kann mich immer melden und ihr könnt euch immer melden, wenn irgendwas ist, aber eben dieses Alltägliche gehört da nicht. Und ich glaube, das beeinflusst es schon ein bisschen, gerade wenn die Bedürfnisse der anderen Personen anders sind. Also das, was du gerade zu den Bindungen gesagt hast, stimmt, da habe ich nicht dran gedacht. Doch in der Hinsicht, ja, ich fühle mich da eigentlich auch immer recht sicher. Und ich weiß, ich habe da besonders zwei Menschen, wo ich mich eigentlich immer melden kann. Und ich habe auch andere Leute. Wir hatten das ja vorhin so ein bisschen angerissen. Für mich sind das alles Freundschaften mit den Leuten, die ich habe. Aber ich habe unterschiedliche Tiefe gerade, sage ich mal, bei Gesprächen und auch unterschiedliche Themen teilweise, mit denen ich reden kann. Und ich habe einfach ein paar Menschen, da weiß ich, wenn es mir jetzt emotional nicht so gut geht, dann kann ich mich da melden. Bei anderen weniger und ich fühle mich generell sehr sicher. Das könnte vielleicht auch bei mir daran liegen. Ja, ich glaube, abgesehen von dem, was ihr schon gesagt habt,
ist bei mir vor allem wirklich das, was ich auch schon erwähnt habe, diese Art, wie verschiedene Arten von Freundinnenschaften bewertet werden für mich und wie ich teilweise einfach Dinge, die ich bei anderen, die andere Leute so, wo ich das Gefühl habe, dass das Narrative sind bei Freundinnenschaft, dieses Narrativ, was ist ein wirklich guter Freund, eine wirklich gute Freundin, eine wirklich gute befreundete Person, so, dass ich damit nicht so viel anfangen kann und einfach keinen, also ich sehe, natürlich sehe ich einen Unterschied zwischen einer Person, mit der ich, keine Ahnung, 3 Stunden am Stück reden kann bis tief in die Nacht hinein oder so, und einer Person, mit der ich ab und zu ja, mal was unternehme, bowlen gehe, in ein Escape Room gehe, oder eine Person, der ich mich anvertraue, oder eine Person, die sich einfach mir anvertraut und der ich mich nicht anvertraue, weil das einfach nicht Teil der Freundschaft ist. Aber ich sehe da zum Beispiel eben in dieser Unausgewogenheit zum Beispiel keinen Schaden, weil das darf auch mal sein, wenn ich die Kapazitäten dafür habe. Das darf einfach auch, und ich hierarchisiere das Gefühl nicht so stark. Für mich ist das relativ gleichwertig, einfach anders. Und ich sehe das mehr als Netz, als Netze, als unterschiedliche Punkte in einem, keine Ahnung, Beziehungsnetzwerk, wo einzelne Stellen können, ja, es gibt Stellen, die können leichter ersetzt werden als andere. Das hat was mit dem Unterschied in der Bindung zu tun und dem Unterschied mit dem, was geteilt wird, was gemeinsam ist oder was nicht gemeinsam ist. Aber es hat jetzt für mich keine fixe hierarchietechnische Wertigkeit, wenn man so will. Und kann sich auch immer ändern, wenn das Sinn macht. Oh ja, ich finde die Metapher mit dem Netz richtig, richtig schön und macht ein stimmiges Bild von dem. Ich finde das mit dem Netz auch nicht verkehrt. Und ich habe gerade gesagt, also hierarchisieren tue ich das bei mir im Allgemeinen auch nicht, bis auf diese 2 Ausnahmen. Ich spreche ja von den 2, meistens sage ich ja besten Kumpels, glaube ich, habe ich ja schon ein paar Mal in den Folgen erwähnt. Die haben so ein bisschen eine Sonderstellung, aber ich glaube auch, weil die wirklich eine sehr feste Bindung haben, die beiden würde ich auch als Familie inzwischen bezeichnen, wobei aber auch andere Personen so langsam dazukommen und die Personen, wo diese Bindung eben aus der romantischen Anziehung ursprünglich entstanden ist, das ist dann auch die Person, wo ich sage Soulmate, weil da ist nochmal so ein Level, aber ich weiß nicht, ob das vielleicht von der ursprünglichen romantischen Anziehung hergekommen ist. Das habe ich halt nicht. Und die Person vermisse ich auch, wenn ich nicht regelmäßig, also regelmäßig heißt so alle 2, 3 Wochen Kontakt habe. Und wenn es nur telefonisch ist. Also die brauche ich auch wirklich in meinem Leben. Ja, total. Ja. Ich meine, ich sage immer so, auch sowas wie I don't do best friends. Also ich mache nicht beste Freunde oder sowas. Ich weiß nicht, das ist mir einfach irgendwie schon fern ein Stück weit, sondern ich habe einfach viele unterschiedliche befreundete Personen, wo die Beziehung sich einfach unterschiedlich gestaltet und das ist für mich auch voll in Ordnung und voll okay. Und da sehe ich jetzt nicht, warum sollte eines intrinsisch mehr wert sein als das andere. Es deckt halt unterschiedliche Bedürfnisse ab. Ja, Also ich wollte nochmal dazu sagen, ich würde nicht behaupten, dass das jetzt dass sie über den anderen in irgendeiner Weise stehen. Ich glaube, ich will mir diesen Beste-Freunde-Konzept in dem Fall nur ausdrücken, dass da noch eine ganz andere Tiefe drin steckt, die aber andere Leute auch kriegen können. Ich glaube, ich mache das eher für die anderen, dass ich es so benenne, als ja, für mich. Ja, also das ist ja auch voll okay. Ich denke nur immer dran, ich habe einmal einen Artikel für Active Aro geschrieben darüber, wie ich Freundinnenschaften wahrnehme und so und dass ich mit manchen Narrativen nicht klarkomme. Und damals hatte ich mal gegoogelt und mich ein bisschen durchs Internet gesucht, durch Artikel, beziehungsweise der Prompt waren für mich so Instagram-Posts wie eine wahre Freundin ist, ein wahrer Freund ist, bla bla bla. Und dann habe ich mal gegoogelt, was denn so eine wahre befreundete Person sein soll. Und ich war mega überrascht, wie wahnsinnig es das Internet rumzutreiben scheint, was denn eine wahre befreundete Person oder eine wahre Freundinnenschaft sein soll. Und war so, ja, damit kann ich irgendwie nichts anfangen. Und dann habe ich auch noch gesucht, was sollte denn jetzt, dann bin ich relativ schnell auch auf diese toxischen Freundschaften gestoßen und habe dann mal gesucht, was sind denn toxische Freundschaften? Und es gibt natürlich auch wirklich sehr, sehr schädliche freundschaftliche Beziehungen. Aber das, auf das ich damals gestoßen bin, waren halt dann auch so Sachen wie, ja, von FreundInnen, die du nicht vermisst,
ja, vielleicht spricht das mal an und vielleicht empfindet ihr beide so und dann könnt ihr das sein lassen, weil das ist nicht wichtig. Und dann dachte ich mir so, wenn ich mit jede Freundschaft beende, die ich nicht vermisse, dann habe ich keine Freundinnenschaften. Ja, so. Und das war so ein bisschen mein Ding. Für mich spricht, was beste Freundin ja auch irgendwie dann ist, also ich habe gerade Anführungszeichen mit meinen Händen geformt, dass man ja auch immer will, dass es der Person gut geht. Und das ist halt was mir auf jeden Fall inne liegt bei meinen sozialen Kontakten. Egal wie arg intensiv ich die Bindung gerade habe oder nicht. Und dann weiß ich eben auch, manchmal ist es ja das Beste oder manchmal ändert sich das dynamisch, wird es anders und dann ist es gerade das Beste für die andere Person, ganz viel mit anderen Leuten zu machen oder ganz viel alleine zu machen oder ganz viel ohne mich zu machen. Und dann ist es für mich, wenn das das Beste für die andere Person ist, dann macht mich das trotzdem auch glücklich, auch wenn ich nicht mehr involviert bin. Und das ist für mich irgendwie auch so ein Teil dieser Bindung. Und was natürlich dann dieses Freundinnenschaften, warum ich das zu normativ finde, um meine Beziehung so zu bezeichnen, weil ich das irgendwie ja auch nicht, ja, nicht so brauche und oder nicht so brauche, das ist das falsche Wort, aber quasi da auf beiden Seiten der Freiraum gibt, sich dynamisch das zu machen, was gut für einen dann ist. So, ohne eben dieses Toxische, wenn man das rausnimmt. Ja, also ich verstehe den Begriff, ich verwende den Begriff Freundinnenschaften schon, aber inzwischen halt sehr locker, eben für diese Punkte in meinem Beziehungsnetzwerk, die ich bewusst in meinem Leben behalte, also was keine Zufallsbegegnungen sind, sondern wo ich entscheide, ja, die Person treffe ich vielleicht nochmal und selbst wenn das nur zum Tee ist oder selbst wenn das nur, keine Ahnung, zum Bowlen ist. Ich benutze den Begriff auch allein, weil das viel einfacher macht, wenn man sagt, ah, ein Freund von mir, eine Freundin von mir, eine befreundete Person. Das macht es viel leichter, das auch natürlich einfach auszudrücken, dass man sich ja nahe voll, ist. Aber was du auch angesprochen hast, da stimme ich voll zu und da habe ich auch das Gefühl, dass so manche Narrative, die sind in Bezug auf Freundinnenschaften genauso überhöht wie in Bezug auf romantische Beziehungen. Das ist mir einfach auch aufgefallen damals bei meiner kurzen, also naja, so kurz war sie gar nicht, aber bei meiner Recherche in Artikel, was denn das Internet so sagt zu wahren und schädlichen Freundinnenschaften. Dazu fällt mir, oder ist mir auch eben schon spontan etwas eingefallen. Es gab, als ich klein war, also als ich jünger war, gab es eine Sendung, da war ein Teil immer, dass zwei befreundete Personen quasi, es wurde getestet, wie gut befreundet die sind und das wurde anhand von Wissen übereinander festgemacht. Also was ist das Lieblingstier, was ist, weiß ich nicht, was arbeitet die Mutter oder wie war der Mädchenname der Mutter und keine Ahnung, wo willst du am liebsten hin in Urlaub fahren und was weiß ich nicht was. Und also wenn es nach sowas geht, weiß ich auch nicht, wie viele von meinen Freundinnenschaften ich als gut einstufen kann, weil das sind einfach so Sachen, da reden wir nicht drüber, das macht gar nicht unsere Beziehung irgendwie aus, solche Sachen unbedingt voneinander zu wissen. Ganz blöder Einschub, aber diese Quizzes gibt es und erst neulich hat die wieder mal ein WhatsApp-Kontakt von mir, eine Person, mit der ich tatsächlich befreundet bin, würde ich sagen, in meiner Verwendung des Begriffs, wieder mal im Status geteilt mit einem Link. Wie gut kennst du XY? Teste deine Freundschaft zu XY. Das kommt immer wieder. Da gibt es offenbar ein oder zwei Seiten, die das anbieten, dass Personen solche Tests erstellen können und die sendest du dann mit Link irgendwie aus. Oh Gott, das ist ja eine Horrorvorstellung. Ja. Ich hätte viel zu viel Schiss, nichts zu wissen, als dass ich das machen würde. Wobei es auch irgendwie interessant wäre, also so aus einem reinen Interessepunkt heraus, so einmal, was weiß ich eigentlich über dich und was weißt du über mich, um sich vielleicht danach darüber zu beämmeln oder so. Aber und dann lernt man ja auch was davon, aber trotzdem so. Ja. Wie gut kennst du X? Ich weiß nicht, das ist jetzt nicht so meins, würde ich sagen. Nee, ich würde sagen, also für mich hat es auch nichts mit, weiß ich nicht, der Enge oder dem Grad der Bindung oder Freundinnenschaft zu tun. Ich würde aber tatsächlich auch sagen, auch dieses Hierarchisieren irgendwie von FreundInnen, ich glaube, das ist auch etwas, was
ich eher nicht mache. Ich benutze so Beschreibungen wie beste Freundin, nur um den, ja, die momentane Tiefe der Bindung irgendwie für mich zu kategorisieren. Freundinnen sind dann, das können dann auch Leute sein, die habe ich gerade getroffen und die betitel ich schon als Freundin, weil ich den Begriff auch sehr weit auslege. Und wenn ich dann sage, das mein bester Freund oder so, dann ist das mehr so, ja, ein Indikator, die Bindung ist einfach tiefer und nicht, dass es irgendwie eine Person ist, die wichtiger oder weniger wichtig ist, weil ich auch Leute habe, mit denen ich ein paar Mal im Jahr schreibe und eine sehr enge Bindung zu den Leuten habe. Und ja, das sind auch enge FreundInnen, auch wenn wir jetzt nicht, weiß ich nicht, alles Alltägliche oder so übereinander wissen. Also verwende ich, im Prinzip habe ich es ja vorhin gesagt, verwende ich eigentlich genau wie du, hat mit der Tiefe zu tun. Aber worauf ich jetzt nochmal eingehen wollte, ist, wir hatten ja vorhin die Frage vorgelesen. Wollen wir vielleicht auch noch ein paar Antworten vorlesen? Gute Idee. Okay, also dann fange ich mit der ersten an. Und zwar hatte eine Person geschrieben: Ich habe nicht oft das Bedürfnis, mich mit meinen FreundInnen zu treffen oder auch ihre Nachrichten auf ihre Nachrichten zu antworten. Das macht es schwierig, diese Freundschaften aufrecht zu erhalten. Außerdem finde ich es schwierig, Kontakt zu knüpfen, weil ich nie weiß, wie ich das anstellen soll oder wann die Bekanntschaft in eine Freundinnenschaft übergeht. Ich bemerke auch nicht, wenn viel Zeit vergeht, in der kein Kontakt besteht und die Freundinnenschaft eigentlich nicht mehr besteht. Ich würde diese Freundinnenschaft genauso begegnen wie früher, obwohl das nicht mehr angebracht ist. Da. Da klingt sehr viel an, was mich selber immer, also oft beschäftigt, nicht unbedingt, weil das meine Perspektive ist, sondern also ich habe das sehr ausgeprägt, das Bedürfnis, mich zu treffen und Nachrichten zu schreiben und zu unterhalten. Und ja, dass das einfach viele Leute, bei denen mir das so geht, ganz anders erleben, ob sie sich jetzt als aplatonisch labeln oder nicht. Wobei ich glaube, bei mir ist das nochmal verstärkt durch so sehr negative Gedankenspiralen, die dann losgehen und dann die Fehler direkt bei mir suchen und in irgendeiner Unfähigkeit oder sowas. Ich glaube, das ist wahrscheinlich bei vielen anderen Leuten nicht so oder wünsche ich ihnen zumindest, dass es nicht so ist. Aber ja, das sind so viele Punkte, die ja bei mir auch eine Rolle spielen, auch wenn ich nicht auf dem aplatonischen Spektrum Ja, bin. also. Auch der Punkt, oh, sorry, auch der Punkt, das schwierige Kontakte zu knüpfen, wobei das bei mir auch mehr aus so einer sozialen Angstschiene kommt. Aber ich glaube, das macht es mir gerade auch so ein bisschen einfacher, diese Antwort zu Ja, verstehen. also dass ich nie sicher weiß, wann eine Bekanntschaft in eine Freundinnenschaft übergeht, habe ich ja irgendwie gelöst, indem ich eigentlich nur den Begriff Freundinnenschaft für alles verwende, I guess. Ja, und sonst Listen, 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 oder? Sollte vielleicht kurz sagen, ich habe gerade genickt. Das hört ihr ja nicht. Ja, Listen, 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 da muss ich mich auch einreihen, besagt mich dazu den Tipp umsetzen. Ich finde, also für mich ist es immer so, dass wenn ich auch lange Zeit keinen Kontakt hatte mit Leuten, also ich bemühe mich auch, wenn ich weiß, das ist ein Bedürfnis von der anderen Person. So ist es ja jetzt nicht, dass ich dann einfach mir denke, das ist, wir machen das alles nach meinen Regeln, sondern ne, ich weiß natürlich, dass es verschiedene Bedürfnisse gibt und dass Leute anders das handhaben oder das brauchen oder das auch wollen. Und dann ist mir natürlich auch wichtig, das irgendwie sich zu treffen. Aber ich kann auch, dass wenn zu viel Zeit vergangen ist, ehrlich gesagt, ich freue mich dann einfach immer nur, Leute wieder zu hören oder auch wenn die sich bei mir wieder melden. Und ich glaube, dass man manchmal sich das schon auch, natürlich ist es immer sehr individuell und es kommt auch die Person drauf an. Und die Person, die ja geantwortet hat, kennt ihre FreundInnen ja besser als ich jetzt. Ich glaube, dass es manchmal sich lohnt, den Mut zusammenzunehmen und irgendwie zu schreiben. Und ich weiß nur von mir selber, dass ich eigentlich keinen Argwohn dann begehe. Vielleicht ist man nicht so eng dann nicht mehr, aber dass es kein Argwohn besteht, sondern einfach nur die Freude, dass man vielleicht wieder über vergangene Zeiten oder über jetzige Voll, dem Zeiten redet. stimme ich auch voll zu. Wobei ich sagen muss, wenn mir wer schreibt, dann antworte ich schon eigentlich immer. Ich lasse mir manchmal ein bisschen Zeit, aber
Also ein bisschen ist bei mir jetzt auch nicht lang. Also ich denke durchaus, Menschen, die mir nicht gleich antworten, können sich meistens ruhig ein bisschen mehr Zeit lassen, außer es ist dringend. Also zumindest länger, als ich mir Zeit lasse, sagen wir so. Aber ich antworte eigentlich schon immer, weil ich halt dann merke, ja, da ist ja ein Bedürfnis da. Da tritt jemand auf mich zu und dann kommt von mir halt schon meistens eine Reaktion. Aber gerade gerade wenn Menschen da noch weniger Kapazitäten dazu haben, wird das dann halt auch schnell schwierig. Ich glaube, da würde ich aus der, in meinem Fall ja alloplatonischen Sicht dann auch sagen, also es macht je nach Freundinnenschaft einen Unterschied, wenn da jetzt lange Zeit zwischen liegt, aber wenn ich mal so überlege, überwiegt eigentlich da, also bei mir persönlich auch immer die Freude, die Person dann doch nochmal zu sehen oder doch nochmal was zu machen, auch wenn ich mir vielleicht, bis es soweit ist, 1000 Gedanken mache oder so, aber in der Situation dann ist es eigentlich hauptsächlich einfach schön, dann nochmal was zusammen zu machen. Ich glaube, was auch manchmal so ein kleiner Unterschied nochmal ist, ob quasi das Gespräch einfach so irgendwo abbricht oder einfach keine Antwort mehr kam oder ob man dann eh natürlich an einem Punkt war und man wohnt nicht in der gleichen Stadt und dann hat man, ne, also so auf eine natürliche Art und Weise und dann kann es ja trotzdem mit einer Zeit sich einschleichen, dass immer die andere Person sich zuerst wieder meldet. Aber zum Beispiel gerade da finde ich, wenn das so auf eine natürliche Art und Weise geendet ist und man einfach an einem Punkt war, wo die Konversation gerade zu Ende war, und dann, finde ich, ist ja die Schwelle auch viel niedriger, nochmal zu schreiben, als wenn das so viele unbenachrichtigte Antworten oder Fragen oder schon Nachrichten kamen. Ich glaube, dann kann ich auch verstehen, dass es sich dann zu melden vielleicht auch da ein bisschen nicht mehr angebracht. Also ich habe das wieder in Anführungszeichen gesetzt, hier bei der Antwort eben daher auch ein bisschen kommt. Ja, wollen wir noch eine Antwort vorlesen, würde ich sagen. Also dann mache ich das gleich. Meinen Alltag beeinflusst diese Identität eher nicht. Ich merke vor allem Unterschiede, wenn andere Menschen mir sagen, dass ich mehr mit FreundInnen unternehmen soll, obwohl ich selbst zufrieden damit bin, wie oft ich diese Menschen sehe und sie gerne und sehr gerne für mich allein bin. Also die Person ist gerne für sich allein. So, sorry. Finde ich aber nachvollziehbar selber auch. Allerdings finde ich es auch immer so ein bisschen absurd, wenn eine Person mit sich zufrieden ist, aber das auch bei den auch bei Romantik, auch beim Fehlen von romantischen Beziehungen, eben auch beim Fehlen von platonischen Beziehungen. Warum mischen Menschen sich ein? Wenn eine Person zufrieden ist, ist sie zufrieden. Glaube ich eigentlich schon. Ja, ich finde das auch sehr übergriffig, dann ja für eine Person zu entscheiden, also ich finde, du triffst dich nicht genug, also mach das jetzt, das so, ich weiß nicht, vielleicht projiziert eins dann was auf die andere Person, so okay, das muss bei den anderen, wenn es bei mir so läuft, genauso sein, aber also ich meine, wir sind alle so verschieden, es kann gar nicht bei allen gleich sein, das wäre ja irgendwie auch ganz komisch und ja, ich finde es schade, dass das passiert, jetzt hier in dem Fall, aber auch, wie du gesagt hast, mit romantischen Kontexten auch ganz naja, oft. Naja, generell. Und das ist ja noch nicht einmal eine befreundete Person, so wie es klingt, die sagt, hey, ich würde mich gerne mehr mit dir treffen oder mehr mit dir unternehmen. Sondern das klingt halt, als würde sich eine dritte Person da einmischen. Du triffst dich zu wenig mit XY. So like, du bist nicht beteiligt. Ja, wir haben noch ein paar Antworten. Ich würde einfach mal noch eine vorlesen, wenn das okay ist. Da ich mich wahrscheinlich auf dem aplatonischen Spektrum befinde, aber diesen Begriff nicht zu 100% im Alltag für mich oder gegenüber anderen verwende, hat es auch nur einen geringen Einfluss in meinem Umfeld. Ich würde gleich noch eine anfügen, nämlich in der Arbeitswelt wird Aplatonik maskiert. In Freizeit findet kaum Freundinnenschaftspflege statt. Ich finde die Idee gut, seine Aplatonik zu markieren, dass man sagt, ach, ich treffe mich mit so vielen Leuten. Und dann ist man zu Hause und denkt sich, geil, jetzt kann ich machen, worauf ich Lust habe. Ja, ich finde das ein schöner Gedanke. Du kannst doch einfach gar nichts sagen und die Leute einfach annehmen lassen. Ja. Wahrscheinlich stimmt. Eher. Und halt so ein bisschen, keine Ahnung, was macht man dann Smalltalken mit Leuten vielleicht? Ich weiß es nicht. Ja, wir hatten... Ja. In der Vorbereitung dann noch so den Gedanken über
Wie ist das so mit Klicken versus Einzelfreundinnenschaften? Also ob wir mehr Einzelfreundinnenschaften haben oder auch schon Teil von Klicken waren. Wie ist das bei euch so? Da kann ich vielleicht am Anfang für mich sagen, dass ich das auch so ein bisschen gleich mit eingebaut habe, weil für mich sind das schon ein Thema, was mich gerade im Sinne von Platonik und Aplatonik beschäftigt, weil ich hatte vor Corona immer nur Einzelfreundinnenschaften, einfach weil ich da das nicht zusammengelegt habe. Das sagt auch, wenn es irgendwie trotzdem so eine Gruppe an sich war, habe ich auch immer für mich selber gemerkt, okay, ich mache lieber was nur mit der Person oder mit der Person und es ist immer so kontextabhängig, dann einzelne Leute rausgesucht. Also es war jetzt nicht verboten, dass man auch was zu dritt oder zu viert oder in großen Gruppen macht, aber für mich war gerade diese Bindung dann und diese Freundinnenschaft, wie ich es eben dann jetzt auch benutzen würde, trotzdem nur zu einzelnen Leuten. Und ich habe jetzt auch eine Clique, weil das war einfach dann meine Wohngemeinschaft und wir haben Corona zusammen verbracht und ist jetzt auch noch größer geworden mit den neuen MitbewohnerInnen, die eingezogen sind. Einfach, weil wir da so eine intensive Zeit in unserer Wohnung verbracht haben und dadurch ist es irgendwie so entstanden. Und das würde ich auch nicht missen wollen, weil das schon, finde ich, so eine komplett andere Dynamik ist, mit einer Gruppe befreundet zu sein, als mit anderen Leuten, also mit einzelnen Menschen? Ja, bei mir ist es so, dass ich beides kenne, denke ich. Also einerseits war ich, glaube ich, mal Teil einer Clique oder zumindest hätten andere Leute das als Clique bezeichnet. De facto war ich, glaube ich, wirklich befreundet mit zwei Personen aus dieser Gruppe. Aber darüber hinaus habe ich Einzelfreundinnenschaften. Ich gehöre einfach auch zu mehreren Gruppen, mit denen ich mich immer wieder treffe, wo dann auch ab und zu Leute über irgendwen dazukommen. Ich bin da aber auch nicht mit allen immer gleich befreundet. Also das variiert auch so ein bisschen und es kommt darauf an, wer in dieser Gruppe wie ist und wie die Gruppendynamik ist gerade. Und daher weiß ich gar nicht, ob das da zählt. Ist wahrscheinlich nochmal andere Dynamiken, kommt auch ein bisschen auf die Gruppe an tatsächlich. Ja, Einzelfreundinnenschaften habe ich auch einige. Ich wollte gerade sagen, mir geht es ähnlich wie Finn. Also ich habe so mehrere kleine Grüppchen, ich habe Einzelfreundinnenschaften und ich mixe das wahnsinnig gerne. Ich lade einfach alle wir haben also in meiner Stadt da so ein Stammlokal und da treffen wir uns zu Spieleabenden oder so. Und da, wenn ich neue Leute kennengelernt habe, dann lade ich die einfach da mit ein und mix das halt wild durch. Deswegen, keine Ahnung, ich weiß noch nicht mal, ab wann ist es denn eine Clique? Vielleicht kann mir das mal jemand erklären. Habe keine Ahnung, ab wann es eine Clique ist, aber du bist schon so ein bisschen ins nächste Thema gerutscht, würde ich sagen. Und zwar ins Vermischen von FreundInnengruppen, weil wir ja auch darüber geredet haben bei der Vorbereitung, dass manche Leute eben ihr das gerne vermischt und dann Leute dazu holt vielleicht und alle in eine Gruppe bringt. Und bei mir ist das eigentlich nicht so. Also es kommt schon mal vor, dass ich auch Leute aus unterschiedlichen Gruppen oder unterschiedlichen Bereichen miteinander bekannt mache, aber eher nicht einfach. Das mag ich dann, also da muss ich mir schon vorher, also es muss passen, sagen wir so. Bevor wir das alles vermischen, wollte ich noch mal eine kurze Frage stellen an euch beide, vor allem, also an Finn und Noah, vor allem wenn ihr sagt, dass ihr schon Klicken habt, aber das so nicht stark unterscheidet. Weil ich selber, und vielleicht ist es einfach ein Fehler, aber ich selber ziehe gerne von anderen Anziehungen zurück, weil ich einfach über romantische Anziehung meine, mehr zu wissen, wie Leute das normativ feststellen. Und ich finde, platonische Anziehung ist ja eher ein bisschen vage. Wenn man jetzt bei Romantik eben sich anguckt, dass es ja polyamoröse Menschen gibt, die ja speziell mehrere Bindungen oder mehrere romantische Beziehungen führen wollen gleichzeitig oder eben auch dieses Gruppen, also in einer Gruppe sich wohlfühlen, romantisch hingezogen fühlen, würdet ihr dann sagen, in einer Clique, dass ihr da platonisch oder eben, na, ihr seid jetzt auch aplatonisch, aber da quasi eine Art von Bindung dann trotzdem zu der Gruppe wahrnehmt und dass ihr dann sagen würdet, okay, wenn die Gruppe auseinanderfällt und ich zwar noch alle Leute einzeln Kontakt habe, dann bin ich traurig, dass diese Gruppendynamik weg ist? Oder ist es generell einfach für euch so, ja, wir treffen uns zusammen und es existiert nur in der Gruppe und dann kommen andere Leute mit, aber im Endeffekt sind es trotzdem einzelne Beziehungen, die ich halt nur in der Gruppe sehe? Das ist eine extrem spannende Frage. Danke. Also ich glaube, ich hatte beide schon.
ich hatte schon auch Gruppen, wo ich es dann extrem schade auch fand um die Gruppendynamik. Gerade die erste, die ich referenziert habe, auch wenn ich da eben mit zwei Personen primär befreundet war und andere Menschen das und diese Bezeichnung als Clique hauptsächlich von anderen Leuten kam, beziehungsweise hauptsächlich von Leuten kam, die halt quasi diese Freundschaft, die ich mit manchen von denen hatte, in quasi alle reingelesen haben. Das ist dann tatsächlich auch zerbrochen auf die Art und Weise und ich habe schon um diese Gruppe auch getrauert und es hat einfach auch gedauert, dass ich wieder freundinnenschaftliche Beziehungen zu einzelnen Leuten aus dieser Gruppe aufgebaut habe tatsächlich. Momentan, glaube ich, habe ich keine Gruppenbindungen, die dem irgendwie gleichkommen. Kann mir aber vorstellen, dass das auch irgendwann wieder der Fall sein könnte. Also momentan sind das, glaube ich, eher einzelne Beziehungen, die ich habe, die durch die Gruppendynamik vielleicht bereichert werden in manchen Fällen, wenn das Sinn macht. Also in meinem Fall, ich bin jetzt gerade echt am Überlegen. Also ich habe Freundinnenschaften, die sind aus einer Gruppe heraus entstanden und später einzeln auch noch zusätzlich geworden. Und ich habe es auch umgekehrt, Einzelfreundinnenschaften, die ich dann irgendwie zu diesem großen Spieleabenden zusammengebracht habe, die dann auch irgendwie Gruppenfreundschaften geworden sind. Ich glaube, das existiert irgendwie alles zusammen. Ich nenne es gerne Quantenzustand, ich mag das Wort. Irgendwie so in der Richtung, ich kann gar nicht sagen, also es ist, wenn da jetzt eine Gruppe auseinanderbricht und sich nicht mehr trifft, okay, es ist dann schade, weil man sich dann überlegen muss, wie macht man dann das andere Treffen, aber an sich jetzt auch kein Beinbruch für mich. Also es könnte nur ein bisschen anstrengend werden, organisatorisch. Das geht mir dann vielleicht ein bisschen auf den Keks, wenn ich mit Teil A mich nur dann und dann treffen kann, wenn von Teil B die und die Person nicht bei ist. Und das ist also, das mag ich nicht, weil das ist dann irgendwie stressig. Aber ansonsten, ich kann was aus diesen Einzelbeziehungen ziehen und ich kann aber auch was aus der großen Dynamik ziehen. Also irgendwie mag ich beides. Ich wollte gerade noch hinzufügen zu dem ganzen Thema. Ich meine, in Spektren ist ja jetzt auch eine Projektgruppe, aber wir haben halt untereinander auch bestimmte Beziehungen. Und da denke ich schon, jetzt wo ich drüber nachgedacht habe, wenn das mal aus ist, wenn wir es wirklich schaffen, dass in Spektren in der Form überflüssig ist, für manche Leute von uns, also jetzt nicht, ich weiß nicht, wen ich da jetzt alle dazu zählen würde, aber ich glaube schon, dass ich traurig um die Dynamik wäre da auch und um die ganze Gruppenbeziehung, wenn man so möchte. Zählt das dann als Clique? Also ich wäre übrigens auch traurig und würde wahrscheinlich hoffen, dass wir das dann irgendwie noch zusammenhalten. Aber wir arbeiten toll zusammen, wir finden auch ein neues Projekt. Wir machen einen Philosophie-Podcast. Genau. Nein, aber ganz ehrlich, ich glaube, Inspektren wird es noch ganz lange geben. Das hoffe ich jetzt einfach. So. Also mit der Inspektren-Dynamik, da kann ich jetzt natürlich willig, oder ne, ob das eine Clique ist oder keine Clique, ich glaube, von außen ist ja eh immer nicht zu beurteilen, was eine Clique ist und was nicht. Aber für mich wäre das in meiner, was ich jetzt beschrieben habe, für meine Gruppe als Clique, übrigens, ich hoffe natürlich auch, dass es Inspektren noch ganz lange gibt, das wollte ich auch noch ganz kurz noch nachschieben, in meiner Clique, die ich so beschrieben habe, da geht es mir auf jeden Fall so, dass ich eher auch, also dass ich eine Bindung zu all den Leuten habe, die da drin sind, aber ich eben auch in der Gruppe mich wiedersehe und eine Bindung zu der Gruppe habe und dass ich will, dass die Gruppe, dass der Gruppe gut geht, im Sinne, dass sie sich untereinander verstehen, aber dass auch die Gruppendynamik irgendwie so bleibt oder, na, es kann sich auch ändern, aber quasi als Gruppe bleibt. Und das, was ich, diese Bindung, die ich davor zu Einzelpersonen beschrieben habe, hatte ich davor noch nie auch zu einer ganzen Gruppe an Leuten. Also in der Gruppe selber an sich. Und deswegen ist das für mich auf jeden Fall eine Gruppe und kann ich so identifizieren. Aber zum Beispiel andersrum kenne ich auch Leute, die wirklich immer nur in Gruppendynamiken Freundinnenschaften haben und dann auch eben in diesen Gruppen und sich auch so identifizieren mit diesen Gruppen. Und das ist so ein bisschen, was ich dann bei mir sehe mit der einen Gruppe und viele einzelne Freundinnenschaften. Und dann eben Leute quasi nur diese eine Dynamik oder die ich dann quasi zu der Dynamik mit der Gruppe vergleichen kann, von meiner Perspektive aus. Genau, aber deswegen auf jeden Fall ein spannendes Thema. Ich finde auch, was du beschrieben hast, ehrlich gesagt, schon, also absolut so nachvollziehbar, kann ich das irgendwie so, ja, kann ich das nachempfinden, dass es einfach ja auch so ein Gemische ist, so ein Mengengelage zwischen Gruppe und Einzelfreunden. Wollen wir dann schauen, wie das ist mit dem Vermischen von FreundInnengruppen? Wie sieht das bei euch aus?
also bei Delphin und dir, Charles, jetzt vor allem? Also jetzt in die meine Einzelfreundinnenschaften, also wie gesagt, da war das schon so, dass es mich jetzt nicht gestört hat, wenn man sich mit anderen Leuten auch da zusätzlich getroffen hat, aber es hatte einfach nie diese Gruppensache und es wollte ich auch nie und habe dann auch eben Einzelfreundinnenschaften nicht zusammengelegt oder dann eine Dreierdynamik oder besser gesagt, hat sich manchmal schon ergeben, aber hatte ich nie das Gefühl, dass es dann eben, dass ich in der Gruppe existiere oder dass wir in der Gruppe eine Freundinnenschaft pflegen, sondern trotzdem für mich sehr getrennt und dann eben dementsprechend, wenn ich initiieren wollte, dass man sich sieht, auch oft einfach getrennt geschrieben habe, hey, lass mal Kaffee trinken gehen oder lass mal zu der Vernissage gehen. Genau, und jetzt eben deswegen wenig Vermischung, auf jeden Fall, auch mit anderen Lebensräumen wenig Vermischung. Ja, und bei der Freundinnen, bei der Clique, die ich jetzt habe, da sind neue Leute dazugekommen, aber das ist ja auch keine richtige Vermischung, das ist eher eine Erweiterung um neue Leute und auch nicht Leute, die dann von einer Seite reingebracht worden sind, sondern einfach, ne, ist ja aus der WG entstanden und dann, wenn man hier einzieht, dann muss man auf jeden Fall da auch in die Clique reinkommen, anders geht es nicht. Genau. Delphine, wie ist es bei dir? Ja, ich bin die ganze Zeit schon am Überlegen, während ihr hier am Erzählen seid und ich finde es auf jeden Fall spannend, dass ich von dem, was ihr alle drei gesagt habt, so Teile finde, die bei mir auch absolut zutreffen. Ich habe Klicken gehabt und Einzelfreundschaften und habe immer noch beides. Und ich versuche immer sehr, neue FreundInnen in meine bestehende FreundInnengruppe reinzubringen. Mit der ich so sehr viel mache und immer zu schauen, ob die neue Person sich da irgendwie integrieren lässt, weil ich möchte mit allen sehr viel Zeit verbringen und es ist einfach einfacher, wenn ich sie dann auch mit allen zusammen verbringen kann, statt dann nur mit einzelnen Personen, wo ich dann meine Zeit so ein bisschen aufteilen kann. Deswegen, also Vermischen von Gruppen, absolut. Das versuche ich immer, aber wenn es nicht passt, dann ist es auch okay und das passiert auch. Also ich habe auch FreundInnen, die mit der größeren Gruppe von Leuten, mit denen wir auch viel machen, wo einfach nicht viel Verbindungspunkte da sind und finde ich auch genauso okay wie die Freundschaft in der Gruppe. Eine Sache, die ich beim Vermischen so ein bisschen schwierig finde, sind halt diese Veränderungen in den Dynamiken dann oft. Weil das halt schon, wenn eine neue Person irgendwo hinkommt mit anderen Personen, selbst wenn ich alle kenne, ist das oft gar nicht so einfach vorherzusehen, wie sich dann die Dynamik einfach entwickeln kann. Ich bin gerade am Überlegen. Ich glaube, was das angeht, habe ich bei mir einfach gar nicht so viele Befürchtungen. Ich glaube, ich bin dann eher neugierig oder zumindest, okay, mal schauen, wie es dann in der Gruppe zusammenpasst und was daraus wird und wie das klappt und ob das klappt. Und wenn es nicht klappt, dann klappt es leider nicht. Ich sage auch nicht auf gar keinen Fall bei mir, aber halt nicht, meistens nicht, meistens eher nicht. Habe ich auch nicht so aufgefasst. Ich hätte dazu eine logistische Frage. Und zwar, wenn ihr Freundinnenschaft mischt ihr dann zum Beispiel, Finn, du meinst, dass ihr öfter vielleicht mal bowlen geht. Und es sind ja dann zwei verschiedene schon bestehende Gruppen. Wie probiert ihr dann eher so ein Gruppengespräch zu haben? Oder ist es dann doch irgendwie oft, dass man so ein Zweigespräch hat und dann hier ein Zweigespräch und das sich dann so durchtauscht, so dynamisch? Oder also ist es dann ja so eher so ein wir reden jetzt alle miteinander und lernen uns alle zusammen. Ich denke, das kommt so ein bisschen auf die Gruppe und auf die Situation an. Also zum Beispiel, wenn das eine Bowlen ist, da hast du ja auch immer eine Person, die gerade versucht zu bowlen, die dementsprechend gerade kein Gespräch mit irgendjemandem führt oder nur wenig oder halt relativ nicht verfügbar ist. Und da tauscht sich das dann ja mitunter auch relativ schnell, je nachdem, ob wirklich alle mitmachen oder ob nur, also es kann ja auch sein, dass eine Person mitkommt, aber nicht bowlt, sondern nur sich ein Trinken bestellt und dazusetzt. Also
kommt ja auch vor, da sind das dann mehr so dann so Grüppchengespräche zwischen denen, die gerade unbeschäftigt sind, unter Anführungszeichen. Es kommt aber auch so ein bisschen drauf an. Also meistens teilt sich es dann so ein bisschen, kommt ja auch auf die Größe der Gruppe an. Es gibt Grüppchengespräche, die funktionieren gut. Ich finde halt, die Dynamik von Gruppengesprächen ist oft eine sehr andere als bei Einzelgesprächen. Ja, und je nachdem auch, was gerade die eigenen Bedürfnisse und so sind, suche ich mir dann auch, also persönlich gerade das, was ich gerade brauche. Es ist ja jetzt nicht unmöglich, auch eine Person aus einem Gruppengespräch zu entfernen, falls das der Person gerade passt und mit der ein Einzelgespräch zu führen. Kommt immer so ein bisschen drauf an. Ich würde sagen, ich kenne das ja auch bei den Spieleabenden, die ich zum Beispiel gesagt habe. Das ist auch mal ganz unterschiedlich. Manchmal quatschen wir nur, das kann in kleinen Grüppchen geschehen, das kann auch in größeren Gruppen geschehen. Die Gruppenbildung ist normal, weil wir meistens recht viele sind, die Tische recht lang und in dem Lokal, wo wir da uns treffen, auch Musik an ist. Und dann verstehe ich das andere Ende des Tisches sowieso nicht. Also ist es dann schwierig, wirklich alle zusammenzureden. Was anderes ist es zum Beispiel wieder, wenn wir ein Spiel spielen, weil manche Spiele können wir ja in der großen Gruppe spielen. Dann ist es auch quasi, alle machen das Gleiche, alle sind daran beteiligt und darüber entsteht ein großes Gespräch. Es kann aber auch sein, dass wir unterschiedliche Spiele zeitgleich spielen, in kleineren Grüppchen. Das teilt sich auf, das findet sich von alleine und es sind auch manchmal Menschen bei, gerade wenn jemand neu dazugekommen ist, die erstmal nichts sagen und einfach nur da sind. Und auch das ist im Endeffekt okay. Und meistens tauen die Leute nach 2, 3 Treffen oder nach 2, 3 Spielerunden dann auch auf und reden ab und an mit. Also das ist irgendwie, ich sag mal, das ist ganz organisch. Das bildet sich jedes Mal irgendwie neu. Ja. Ich würde sagen, bei mir kommt es auch sehr auf die Gruppe an. Also im Moment habe ich die Freundesgruppe, mit der ich immer versuche, neue Leute, die ich cool finde, auch da reinzubringen. Die ist gar nicht so groß. Also es ist eine sehr überschaubare Zahl an Leuten. Und da ist dann auch dadurch, dass wir uns sowieso online treffen und dann im selben Voice-Chat rumhängen, nicht, dass es so komplett einzelne Gespräche zwischen zwei Leuten so ganz losgelöst irgendwie funktionieren können. Es passiert dann oft, dass manche Leute schweigend da sitzen, während zwei sich über ein Thema unterhalten und dann irgendwann wechselt das und alle unterhalten sich zusammen oder so. Aber ich kenne das auch von einer Clique, mit der ich jetzt länger nicht so viel zu tun hatte, in die ich auch eigentlich, es war ein Freundeskreis und da wurden immer neue Leute mitgebracht und ich war quasi die befreundete Person von einer Person in der Clique. Und da war es dann mehr so, weil wir nicht alle miteinander befreundet waren oder irgendwie schon eine Bindung hatten, dass dann öfter vorgekommen ist, dass auch Einzelgespräche da waren, aber auch viele Gruppengespräche. Wahrscheinlich auch, weil das war meistens bei Rollenspielrunden und da musst du sowieso in der Runde miteinander reden. Christine, mir kommt gerade erst, dass du mich jetzt auf den Server in den Voice-Chat entführt hast heute. Ja. Ups. It's fine. Ist okay. Dann stelle ich da nochmal eine kleine Nachfrage und zwar vielleicht nochmal an euch alle drei. Wenn ihr also quasi eine Gruppendynamik habt und oder zwei Gruppen irgendwie auch gemischt habt, ihr habt ja mehr oder weniger alle gesagt, dass ihr da auch ein Bedürfnis nachgeht, mit FreundInnen was zu machen und weil es so anstrengend wäre, alle einzeln zu treffen, ist es praktisch, wenn man das eben zusammenlegt oder dass es eben dann auch neue Leute kennenlernt oder dass man irgendwie miteinander verbindet oder es auch schön finde, wenn FreundInnen sich untereinander gut verstehen. Habt ihr dann das Gefühl, dass in einer Gruppe, je nach Größe, also auch gerade auch bei größeren Gruppen, diese Bedürfnisse irgendwie gestillt werden können? Also ich frage, weil oft geht es mir eben so, dass ich in der Gruppendynamik, selbst wenn ich da mit Leuten hingehe, mit denen ich sehr eng bin oder auch weniger eng bin, dass ich oder zurzeit in dem Moment eine enge Bindung habe, dass ich dann oft rausgehe und das Gefühl habe, dass ich jetzt mit niemandem wirklich connected habe und mit niemandem richtig und das alles jetzt immer noch offen ist und dass ich jetzt eigentlich alle Personen nochmal einzeln reden will. Ah, wie findest du es? Wie ist es dir ergangen? Was hast du mitgenommen? Wie, ja, diese Sachen, genau. Dann fange ich einfach mal an. Es ist
unterschiedlich, muss ich sagen. Also meistens fühle ich mich mit den Abenden einfach super, weil ich gehe auch gar nicht darauf ein, dass ich jetzt sehr tiefgreifende Gespräche in diesen, also an diesen Gruppenabenden führe, sondern einfach, dass ich es genieße, mal wieder ein bisschen Leben um mich drumherum zu haben und ein paar Leute um mich drumherum zu haben, auch wenn es mir Energie kostet. Ich brauche grundsätzlich danach einen halben Tag Pause von Menschen, weil ich bin auch noch introvertiert, auch wenn man das so jetzt nicht mehr merkt, weil ich inzwischen auf Leute zugehen kann, aber es kostet mich halt Energie. Also mein Bedürfnis, das ich meistens mit den Abenden habe, ist im Grunde befriedigt. Aber wenn ich jetzt wirklich ein tiefgreifendes Gespräch führen will, unterschiedlich, kann auch klappen an den Abenden, dann separiert sich halt so ein Grüppchen ab. Aber meistens mache ich das dann in Einzel- oder Minigruppentreffen, sage ich mal, nochmal extra. Ja, ich würde sagen, es sind unterschiedliche Bedürfnisse, die da gestillt werden, meiner Meinung nach. Also klar gibt es Dinge, die sind in Einzelgesprächen zu führen. Aber wenn ich jetzt mit einer Gruppe bowlen gehe oder in ein Escape Room, gehe ich da jetzt nicht hin mit dem Bedürfnis, ich möchte ein tiefgründiges Gespräch mit wem führen oder ich möchte jetzt mit diesen Leuten connecten. Da gehe ich hin mit dem Bedürfnis, hey, ich will ein bisschen Spaß haben, einen kleinen Wettkampf haben oder gemeinsam Rätsel lösen und gewinnen. Oder auch nicht. Da ist halt das Bedürfnis nicht da, mit jeder Person gleich zu connecten. Und manche von diesen Leuten, mit denen ich im Escape Room gehe zum Beispiel, mit denen habe ich ja auch gar keine Beziehung über das hinaus. Das sind Leute, mit denen quatsche ich vielleicht ein bisschen. Wir haben Spaß. Es ist schon lustig. Aber darüber hinaus connecten wir halt nicht. Und that's fine. Das ist okay. Das ist diese Beziehung. Das ist nicht der Job dieser Beziehung, dass wir connecten. Also das kann natürlich eventuell passieren, wenn sich das verändert. Aber aktuell ist das nicht der Punkt im Netzwerk, den das hat. Ich wollte gerade sagen, was mir noch gerade eingefallen ist, weil du das mit diesem Connecten sagst. Erstmal in dieser großen Gruppe bin ich, glaube ich, sowieso der Verbindungspunkt zu allen. Also ich habe mehr oder weniger zu allen sowieso irgendwie eine Beziehung, also freundschaftliche Beziehung in irgendeiner Weise, außer es bringt jetzt mal jemand anderes noch eine neue Person mit, aber meistens baut sich da dann auch irgendwie was auf, über kurz oder lang. Das einzige Bedürfnis, was ich manchmal habe, ist, geht es den anderen gut? Und da muss ich dann immer mal nachfragen, wenn jetzt jemand zum Beispiel sehr still ist, ob die Person damit zufrieden ist. Wenn sie das ist, ist das für mich dann auch in Ordnung. Wenn nicht, dann will ich immer gerne irgendwie intervenieren, weil ich möchte irgendwie, dass es allen gut geht und dass alle irgendwie Spaß haben. Das ist mir, glaube ich, viel wichtiger, als dass ich jetzt für mich irgendwie da noch, also ich ziehe da immer was raus, grundsätzlich, was gut ist. Aber dass ich da jetzt irgendwie was Spezielles suche, sondern wie Finn eigentlich sagt, ich gehe ja dahin, weil ich einfach dieses Gruppengefühl im Prinzip an dem Tag so ein bisschen genießen möchte, so ein bisschen connecten möchte. Würde ich für mich ähnlich sehen, aber abhängig von der Gruppe. Also ich habe Gruppen, mit denen ich zum Beispiel dann mich zum Spielen treffe und wenn dann eine Person, wenn ich sie zum Beispiel länger nicht gesehen habe und gerne wieder irgendwie Kontakt hätte und aber das irgendwie bei diesem Spieletreffen dann nicht so ausreichend funktioniert, dann würde ich sagen, ist das schon irgendwie so ein Bedürfnis, was nicht ganz erfüllt wird in dieser Gruppe. Das wäre dann wahrscheinlich eher bei einem Treffen zu zweit oder so erfüllt. Aber ich würde sagen, diese eine Gruppe von Leuten, mit denen ich sehr viel mache, da ist es fast egal, ob wir da zu viert sitzen oder so oder ob ich da zu zweit mit einer Person spreche, weil das irgendwie so vom Gruppengefüge und vom Vertrauen und so her so passt, dass da fast die gleichen Gespräche geführt werden können und auch, dass ich da die Bedürfnisse, die ich dann daran habe, nicht so unbedingt unterscheiden, ob es jetzt ein Treffen mit der Gruppe ist oder mit einer einzelnen Person davon. Ja, also danke für eure Antworten. Ich finde, das hat mir irgendwie auch voll den Einblick gegeben in meinen eigenen Wahrnehmungen irgendwie. Ich glaube auch jetzt, wo ich das alles mir angehört habe, ich finde auf jeden Fall, dass ich da, Delphine, was du gerade beschrieben hast, eben auch meine Clique habe, mit der ich das auf jeden Fall auch das Gefühl habe. Deswegen sage ich auch, das ist eine Clique. Weil das eben die Gespräche gleich sind oder ähnlich sind und ähnlich verlaufen und alle
irgendwie sich mit einbringen und wir kennen uns auch super gut und dann weiß man auch, wie es gerade den Leuten geht und dass man da dann auch irgendwie, ja, einfach diese Dynamik hat. Aber auch kenne ich das Gefühl, dass ich einfach soziale Dinge unternehmen will und dann habe ich auch eine Gruppe, mit der ich mich zum Spieleabend treffe, eigentlich wöchentlich. Aber ich habe tatsächlich da einfach, dass ich sage, ja, das sind Bekanntschaften und keine FreundInnen. Deswegen, voll ist, habe ich da eine ähnliche Sache zwischen zu, ja, das geht da um die soziale Austausch und dass ich mich da einfach eine gute Zeit habe in der Gruppe. Aber deswegen voll Interesse oder voll schön zu hören, wie es euch da geht, wie es euch da ergangen ist. Das hilft mir irgendwie mit Wahrnehmung. Voll gut, ja, nachdem danke. Wir da jetzt schon eine Weile darüber gesprochen haben, würde ich zur nächsten Frage weitergehen. Und zwar hat die gelautet, hast du Impulse, mit anderen platonische Kontakte aufzubauen? Wenn ja, wie oft? Und ich würde da erstmal Delphine fragen, als platonischer Mensch unter uns oder als alloplatonischer Mensch unter uns, wie ist das bei dir? Ich würde sagen, die Antwort ist ja, sehr oft. Also, beziehungsweise kommt auch so ein bisschen auf die Definition an, heißt platonische Kontakt jetzt auch einfach mit Leuten, die ich schon kenne, was zu unternehmen oder immer mit neuen Leuten. Wobei eigentlich beides oft. Also ich habe Schwierigkeiten damit, neue Leute kennenzulernen und anzuquatschen und so, aber der Impuls, das zu machen oder das Bedürfnis danach ist schon sehr häufig da. Also wenn ich auch in einer Gruppe mit neuen Leuten bin, dann würde ich die am liebsten anquatschen und schauen, ob es passt. Praktisch funktioniert es dann nicht unbedingt. Vielleicht mache ich mal weiter mit der Beantwortung. Also Impulse, platonische Kontakte aufzubauen, an sich habe ich jetzt nicht direkt. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel an einem Projekt wie Inspektron arbeite oder was weiß ich für eine Pen-and-Paper-Runde oder irgendwas für irgendeine Sache, die mir Spaß macht und ich merke, die Person könnte doch da ganz gut zupassen und die schreibt da interessante Dinge in dem Chat oder die Gespräche, die ich so mitbekommen habe, sind toll, dann habe ich Impulse, diese Person anzusprechen und ich habe hier auch ein wunderbares Beispiel, nämlich Charles. das finde ich cool, was die Person schreibt, ich möchte gerne, dass sie mitmacht. Ich frage einfach mal nach. So ist ja im Prinzip so ein bisschen auch hier, dass du Gastpersonen heute bist, entstanden. Solche Impulse kenne ich. Die lebe ich dann auch aus und inzwischen schaffe ich das auch meistens, die Leute anzusprechen. Ich bin zwar vorher auch immer aufgeregt, oh Gott, hilf mir, hoffentlich kommt das richtig an, aber ich schaffe es inzwischen, mich zu überwinden. Kostet dann aber halt Energie irgendwann. Irgendwann kommt dann wieder der Moment, wo ich ein bisschen platt bin. Das ist immer der Moment, wo ich dann doch merke, na, eigentlich bist du doch introvertiert. Du hast es nur geschafft, inzwischen deine Schüchternheit zu überwinden. Ja, also ich weiß nicht, ich würde fast sagen, platonische Kontakte dadurch, dass ich mir jetzt nicht schwer tue, platonische Kontakte aufzubauen, passiert das eigentlich häufiger, als ich das Bedürfnis dazu habe. Ich meine, das klingt vielleicht komisch, aber die Welt besteht irgendwie aus Menschen und es sind so viele, dass ich schwer durchkomme, ohne irgendwie Kontakte aufzubauen. Die Frage ist dann halt eher, wie viele davon pflege ich und so. Und ja, manchmal hatte ich schon so, also wie gesagt, ich habe gesagt, einmal hatte ich so eine Situation, wo man vielleicht mit etwas Fantasie sagen könnte, es geht in Richtung Squish vielleicht. Da hatte ich mal einen Impuls, aber das war einmal in der Art. Und ab und zu begegne ich Menschen, wo ich denke, ja, die sind interessant oder bei denen finde ich die Art, wie sie denken, interessant. Und denen könnte man auch eine Weile zuhören oder so. Oder mit denen könnte man noch eine Weile sprechen. Oder die Person hat irgendeine Eigenschaft, die ich gerade, blöd gesagt, hilfreich finde. Keine Ahnung. Oder gerade man hat ähnliche Erwartungen oder Bedürfnisse an irgendeinem Punkt, ob das jetzt Spaß haben oder ein Gespräch über etwas ist. Ja, so passiert das. Dann habe ich vielleicht auch eine Art Impuls. Aber grundsätzlich begegne ich, oder baue ich, ja gut, Begegnungen sind nicht direkt Kontakt aufbauen, aber grundsätzlich baue ich mehr Kontakte auf, als ich tatsächlich Impulse dazu habe. Impulse, würde ich sagen, habe ich dann, wenn in meinem Netzwerk gerade was da ist, was ich brauche, denke ich. Mir geht es da ähnlich. Den Impuls, einen Kontakt aufzubauen, einen platonischen Kontakt aufzubauen, habe ich eigentlich, also nicht wirklich, dass ich mir denke, das brauche ich jetzt, aber ich
es passiert einfach, ich mag soziale Kontakte, ich rede richtig gern mit Leuten und ich finde es auch immer, na, wenn man Leute über den Weg läuft, die irgendwie ähnliche Interessen haben oder irgendwas, wo man sich wieder was hochkommt oder wo man sich erinnert, ach, das habe ich ja noch nie gehört, da frage ich mal nach, dann passiert es irgendwie. Ich war demnächst beim Erste-Hilfe-Kurs Auffrischung und dann bin ich mit 3 neuen Handynummern nach Hause gegangen, also zum Georgisch Kochen, die eine hat sich für Musik interessiert und dann habe ich gesagt, sie kann gerne mal vorbeikommen und das ist einfach, wo ich mich dann auf meinem Weg auch gefragt habe, warum habe ich das eigentlich gemacht? Das ist viel zu viel. Da habe ich gar keine Kapazität für. Aber es macht in dem Moment auch Spaß und ich freue mich dann auch, falls es sich mal ergibt, aber ich würde jetzt auch die Kontakte nicht, also kann ich nicht pflegen. Das ja, geht nicht. Genau, und manchmal hat man dann nicht die Kapazitäten und pflegt sie nicht, aber den Menschen begegne ich halt. Das ist, selbst wenn ich gerade keinerlei Impuls oder Bedürfnis habe, weil einfach keine Notwendigkeit besteht in meinem Beziehungsnetzwerk, die Menschen tauchen ja trotzdem auf. Und teilweise ist das dann was, wo ich mir denke, ja gut, das könnte interessant sein oder das könnte irgendwie gut sein oder da passt noch was oder auch nicht oder vielleicht merken wir uns das mal, aber teilweise auch einfach nicht. Ja, also für mich ist dann zumindest auch so, wenn ich zurückschaue, dann freue ich mich trotzdem und denke mir mal, ach ja, das war eine nette Person und wir haben uns darüber gut unterhalten. Und falls ich mal Fragen habe, dann weiß ich, dass ich mich da auch melden kann. Ich finde gerade bei solchen Kontakten, denke ich mir, ja, kann ich ja noch mal im Jahr schreiben und sagen, hey, wie war das hier mit dem georgischen Grillen? Kann ich noch vorbeikommen? Ja, aber ich finde, was gesagt hast, schön, den Menschen begegnen. Ja, wollen wir Antworten vorlesen? Hat jemand Lust? Wenn ihr möchtet, fange ich direkt mal mit der ersten an. Und zwar, nein, meistens nicht. Das kommt erst, wenn ich Menschen besser kennenlerne. Dann ist das aber auch nur bei wenigen Menschen so. Und dann sind das meistens die Menschen, auf die ich dann auch einen Squish entwickle. Ansonsten habe ich eher ein mildes Interesse daran, Menschen besser kennenzulernen. Wenn das passiert, ist das schön und wenn nicht, ist es auch nicht schlimm. Ich finde die Antwort interessant und mir fällt da auch gerade noch was zu ein, weil die Person ja schreibt, mildes Interesse, die Leute näher kennenzulernen. Ich hatte ja eben gesagt, dass ich dann Leute anquatsche, wenn ich denke, oh, das könnte irgendwie passen bei dem Projekt oder so. Das Interesse, die Person näher kennenzulernen, ist auch nicht gleich dabei. Das ist einfach nur erstmal nur ein reiner Impuls. Aber manchmal kommt es dann doch irgendwie, dass wenn ich merke, die Gespräche sind schön, oder was auch immer wir zusammen machen, Pen und Paper spielen oder sowas, das macht Spaß, dann kommt vielleicht manchmal so ein gewisses Interesse, vielleicht möchte ich die Person noch ein bisschen näher kennenlernen, aber es ist kein Muss, also es ist nicht so, ich muss jetzt unbedingt mehr von der Person erfahren, sondern ein, jo, wenn es passt, dann sehr gerne. Ja, das finde ich sehr relatable gerade, also sehr nachvollziehbar. Nächste Antwort wäre dann, wenn dann keine, nach denen ich handeln muss. Das ist auch sehr klar. Also das geht vielleicht auch in die Richtung von diesem Müssen. Also müssen, nö, eigentlich nicht. Ich finde auch die nächste passt noch ganz gut. Ich lese die einfach mal mit vor. Impuls zum Knüpfen, Knüpfung platonischer Kontakte bei Beobachtung anderer verpuffen aber letztlich wieder. Das kann nämlich vielleicht auch sein, dass man manchmal denkt, ja, vielleicht und dann, ach, nee, hat sich dann doch nicht ergeben. Oder ja. Ist dann doch nicht so wichtig. Das passiert mir auch manchmal. Eine Person hat noch geschrieben, ich habe den Wunsch nach einer festen, innigen, besten Freundschaft, Freundinnenschaft. Leider fällt es mir schwer, allgemein Freundinnenschaften aufzubauen und zu halten. Es ist also ein permanenter Wunsch und eine unsterbliche Hoffnung, eventuell eine solche innige Bindung doch noch erleben zu können. Glaub, diesen Wunsch hatte ich früher. Da ich aber Menschen habe, zu denen ich, glaube ich, so eine innige Beziehung habe, zumindest fühlt es sich an, ist da bei mir nicht mehr so das starke Bedürfnis, weil ich da einfach schon Menschen habe, die habe ich in meinem Leben und die möchte ich auch gerne in meinem Leben behalten. Aber ich habe nichts dagegen, wenn da noch zufällig was dazu kommt. Ich weiß nicht, also mir stellt sich da halt immer so ein bisschen die Frage, was denn nun eine innige, beste Freundinnenschaft ist. Aber das hat, glaube ich, etwas damit zu tun, dass ich mir da total schwer tue, so Plätzen in meinem Netzwerk etwas, das spezielle Label oder so zuzuweisen oder diese Wertigkeit. Ich schätze, es wird in die Richtung dieser tiefen Freundinnenschaften gehen. Also ich sage mal, für mich nennen wir es nicht beste Freundschaft oder innige Freundschaft, sondern nennen wir es Leute, mit denen ich in emotionale Tiefen abtauchen kann, gesprächstechnisch. Ja, also so Leute, also habe ich auch 1 bis 2, aber einen
eine dieser Personen sehe ich nicht so häufig, aber wenn wir uns sehen, war das eigentlich immer sehr cool. Ja, ich habe auch eine Person, da würde ich auch das Wort benutzen, Noah vorhin schon, Soulmate. Ich weiß, du sagst für dich selber anders, aber Soulmate ist ja schon mal gefallen. Ich würde auch auf jeden Fall die Person niemals als Freundin bezeichnen, also nur wenn ich es ganz simpel halten will für andere Leute. Aber das ist einfach, ne, wenn ich mit der Person rede, in Tiefen Zeit vergeht, andere Zeitrechnung beginnt, keine Ahnung. Wir sehen uns nicht so oft und auch geht es mir da auch so, dass ich einfach weiß, dass wir uns haben und deswegen auch da nicht das Verlangen habe, mich regelmäßig zu melden oder das für mich da auch nicht dazugehört, dass wir diese Bindung haben. Aber die besteht einfach und irgendwie schon nochmal da für mich außerhalb dieser Freundinnen schon tatsächlich auch. Ich will nur eine ganz kurze Frage dazu stellen, weil ich glaube nämlich, wir hatten uns ja schriftlich so ein bisschen drüber unterhalten. Ist das bei dir auch dann so ein Flow-Zustand, in dem du mit der Person vielleicht kommen kannst? Was meinst du mit Flow-Zustand? Okay, wie erklärt man Flow? ihr wisst aber, was ich meine. Also wenn man sich jetzt ganz sehr in irgendwas vertieft, die Zeit, alles vergisst und einfach nur in dieser Sache drin ist, und das habe ich mit diesen beiden Personen, vor allen Dingen mit der einen Person besonders, da kann ich, also es klappt nicht immer, aber ich kann in so einen Flow kommen und dann ist Zeit völlig out of order. Das hatte ich erst vor ein paar Tagen, weswegen ich da sehr müde war, weil ich bin mit der Person in einen Flow-Zustand geraten und habe die Zeit vergessen und dementsprechend ein bisschen wenig Schlaf gehabt, aber es tat mir halt gut. Und es war einfach schön. Ja, also normalerweise, also ich habe Float-Zustand verstanden, aber ja, normalerweise reden wir, also wenn wir uns sehen, dann mindestens 14 Stunden einfach so. Einfach, wir treffen uns und dann irgendwie am späten Nachmittag und dann reden wir bis morgens, wo es eigentlich schon wieder viel zu spät ist. Inzwischen sagen wir immer, oh, es ist schon 3 Uhr, jetzt müssen wir aber langsam mal. Und dann ist plötzlich 8 Uhr und es ist einfach nur die Frage, okay, das war's jetzt mit dem Schlafen. Das war's jetzt vorbei, jetzt geht's weiter. Und es passiert so schnell, über die kleinsten Themen können wir stundenlang reden, obwohl wir irgendwie nicht mal unterschiedliche Ansichten haben oder super kontroverse Ansichten haben. Wir reden haben wir auch. Über ein Thema, über einfach nur HundebesitzerInnen. Und da haben wir uns getroffen und haben einfach, ich bin gestern früh genug ins Bett gegangen, dass ich heute fit bin. Einfach, ich glaube, 3,5 Stunden einfach nur, wirklich nur darüber geredet. Und das ist super faszinierend, ja. Das kenne ich. Ja, ich glaube, ich muss da nochmal spezifizieren, weil ich tatsächlich, und ich weiß jetzt auch, ich habe das jetzt noch nicht ausgesprochen, also sagt mir nachher, ob das irgendwie logisch klingt oder schlüssig. Ich glaube, dass ich tatsächlich mit mehr Leuten solche Gespräche führen kann, als ich als innige, tiefe Freundinnenschaften bezeichnen würde. Das ist etwas, was ich für mich sehe als eine Art, mit Leuten zu reden. Das hat was damit zu tun, ob die Person das will, ob ich das möchte. Das hat mit bestimmten Arten zuzuhören und Fragen zu stellen zu tun für mich. Das geht über sehr vieles, über was eine Person auch immer reden will. Für mich ist es halt noch einmal ein Unterschied, wie sehr ich mich dann einer Person auch anvertraue. Und da habe ich eben nur einen sehr beschränkten Kreis, wo das wirklich funktioniert für mich. Das kann sich natürlich ändern. Und bei diesen Leuten, die ich dann so bezeichnen würde, sehe ich nochmal Unterschiede auch in der Beziehungsqualität. Beziehungsweise da ist einfach die Dynamik und da gibt es einfach noch Unterschiede. Kleinere Abstufungen, die anders sind. Und ich habe auch einen Freund, eben den sehe ich jetzt nicht so oft. Habe ich vor einem Jahr zuletzt gesehen, fast einem Jahr. Einem Jahr und 11 Monaten, wenn man so will. Und da war ich bei ihm zu Besuch und da haben wir auch gemerkt, dass wir jeden Abend, Nacht einfach sehr lange geredet haben noch. Also dann nicht bis 8 oder so, aber schon bis 3 oder 4, also zwischen 3 und 4. Und vielleicht geht das in Richtung Flow, aber ich habe das jetzt nicht so, dass es 8 Uhr wird, weil irgendwann ist es halt 3 oder 4. Und dann ist es auch, dann dreht man vielleicht um 2 schon mal das Licht ab und dann unterhält man sich vielleicht noch, aber irgendwann ist es dann halt spät, I guess. Und vielleicht auch, weil die Person geschrieben hat, leider fällt es schwer, allgemein FreundInnenschaften aufzubauen und zu halten,
ja, gehören aber auch mehr als eine Person dazu, sage ich mal. Manchen Personen fällt das leichter, anderen fällt das schwerer. Die Person, von der ich gerade geredet habe, meldet sich relativ selten bei mir. Ich melde mich dann hin und wieder und funktioniert soweit gut. Und trotzdem, obwohl wir jetzt nicht mal jeden Monat Kontakt haben, aber durchaus regelmäßig und diese Freundinnenschaft hat sich über die Zeit ja auch verändert, also die ist einfach sehr gewachsen auch schon und ich kenne die Person schon sehr, sehr lange. Ich könnte jetzt gar nicht sagen, wie lange, aber schon, also da war ich noch ein Kind, als ich die Person kennengelernt habe. Und das funktioniert trotzdem oder das kann trotzdem funktionieren, wenn es denn passiert. Das ist halt, ich weiß auch nicht, wovon es abhängt. Man kann es nicht, oder ich kann es nicht voraussagen. Aber es kann funktionieren, auch ohne ständig, täglich, wöchentlich, monatlich in Kontakt zu sein. Aber halt mit einer gewissen Regelmäßigkeit. Also ich habe mit den beiden Personen, von denen ich gesprochen habe, auch nicht immer gleich viel Kontakt. Also da kann auch ein bisschen Zeit zwischenliegen. Ich habe nur bei der einen wahrscheinlich die besondere Konstellation der Beziehungen, jetzt müsste man sagen, oder Bindungen besser gesagt in dem Fall, da der Wunsch, dass ich das öfter habe. Aber was ich sagen wollte, mir ist aufgefallen, ich schaffe den Flow-Zustand auch mit Leuten, mit denen ich jetzt nicht diese starke Bindung habe ab und an, kriege ich auch hin. Aber mit den Menschen auf jeden Fall gehäuft und es ist also gut, es gibt Tage, wo es mir nicht gut geht, wo es der Person nicht gut geht, dann klappt das auch nicht so gut. Aber ansonsten kommen wir da sehr schnell rein und haben das fast immer. Das ist vielleicht auch noch ein Unterschied, wie schnell ich da reinkomme. Ja. Und dann für mich noch dazu, dass es keine Limitierung gibt an was man sagt, welche Themen man spricht und wie viel man von sich selber emotional findet, hast du vorhin angesprochen, emotional auch einfach dann in der sagt, dass man auch wirklich und weil man auch weiß, dass es alles angenommen wird oder dass es einfach zwischen einem besteht und dass es einfach mit Teil von mir ist und das ist auf jeden Fall auch nochmal so für mich speziell dazu. Ich will nochmal same sagen und ja, das ist auch nochmal ein wichtiger Teil davon, genau. Ja, genau, also darum wollte ich das ja auch spezifizieren, weil das für mich zwei unterschiedliche Teile sind, ob ich mit einer Person so ein Gespräch führen kann oder mich darauf einlassen kann, ist etwas anderes für mich noch, als wie weit ich mich einer Person selber auch öffnen kann. Und ich komme da jetzt nicht ganz mit zu sagen, dass ich, also ich meine, ich habe schon Beziehungen, wo ich sage, da ist sehr viel Vertrauen da und da habe ich auch sehr viel Vertrauen aufgebaut. Aber das ist, ich habe es jetzt nicht, dass ich in einem Flow-Zustand bin, wo ich nicht drüber nachdenke, ob das jetzt gerade etwas ist, was ich anvertrauen will oder nicht. Und für mich ist das trotzdem dann oft auch noch eine Überwindung, aber das ist, bin vielleicht auch einfach ich oder das ist vielleicht auch einfach mein Verhältnis zu Vertrauen und Vertrauensbeziehungen. Selbst wenn ich weiß, dass das diese Person ist oder diese zwei Personen sind, denen ich das eigentlich alles sagen kann und wo ich weiß, dass die immer recht gut reagieren und oder das zumindest bis jetzt immer so war, ist das für mich dann trotzdem immer nochmal, also für mich sind diese einzelnen Vertrauensentscheidungen dann einfach bewusste Entscheidungen trotzdem noch und immer wieder und auch immer wieder dann teilweise trotzdem Überwindungen wieder. Auch wenn sie natürlich leichter und kleiner geworden sind, aber es ist jetzt kein Flow-Zustand, in dem das irgendwann nicht mehr existiert. Vielleicht kann ich deswegen nicht so viel mit dem Flow-Begriff anfangen in dem Kontext, ich weiß es nicht. Ja, also ich habe andere einfach enge Bindungen, wo ich das auf jeden Fall auch nachvollziehen kann, ne, dass man ja, also es muss einfach, man Vertrauen hat, aber trotzdem immer in so einem Bewusstsein über sich selber ist und zu der Beziehung und irgendwie da nuancierter vorgeht oder bewusster vorgeht. Ich weiß auch, ich glaube, dass ich meine Soulmate, wenn ich das Wort weiterhin benutzen kann, ich glaube, wir sind auch nie durch eine Freundinnenschaft durchgegangen. Also ich glaube, das war irgendwie von Anfang an, ja, einfach was anderes. Und ich habe darauf nie gehofft. Ich hatte nie gedacht, dass ich so eine Person finde und wir einfach so viel so zusammenpassen. Und irgendwie hätte ich das selber einfach, ja. Und ich glaube auch, dass es auch niemanden
geben wird, der so in mein Leben kommt und das von Anfang an so irgendwie alles ohne aufzubauen, aufgebaut werden zu müssen, irgendwie so existieren. Und ich glaube, dass es auch schon sehr besonders ist und ich deswegen das auch aus Freundinnenschaften oder aus diesem platonischen Spektrum einfach auch ein bisschen rausnehme, obwohl es nicht sexuell und nicht romantisch ist. Ohne jetzt so viel Persönliches zu sagen, also ich meine, soweit das kurz und knapp geht, ich habe es halt schon gebraucht zu dem Zeitpunkt. Das war notwendig, aber ich habe halt trotzdem für mich, ich habe enorm viel damit oder daran arbeiten müssen, auch für mich selbst und an mir selbst. Das ist vielleicht auch nochmal so ein Unterschied, aber keine Ahnung, wie relevant das da gerade ist. So, und jetzt haben wir schon eine Weile geredet und haben uns aus unterschiedlichen Gründen entschieden, die Folge hier zu teilen. Ich möchte mich schon einmal bei allen bedanken, die an unserer Umfrage teilgenommen haben. Das war wieder sehr hilfreich zum Vorbereiten der Folge. Vielen Dank. Ja, dann danke, Charles, dass du als Gastperson dabei warst. Das hat uns sehr gefreut und gibt uns sehr viel Input. Und das ist immer sehr schön. Danke. Die Redaktionsleitung der Folge hat Finn übernommen. Im Vorbereitungsteam waren außerdem noch Suri, Noah, Luna, Johanna und Charles mit dabei. Den Schnitt der Folge macht vielen Charles. Dank. Und Charles. Ja, wie ihr wisst, Kulturecke und Lexikon gibt es dann in 2 Wochen für euch. Ihr könnt euch schon darauf freuen. Es wird spannend. Es gibt nämlich was ganz Neues, aber darauf müsst ihr jetzt warten. Ja, aber wenn ihr bis hierhin schon Feedback habt, dann meldet euch gerne bei uns. Lob, Kritik, Anmerkungen, Folgenideen und wir freuen uns über alles davon. Ja, und wo könnt ihr das machen? Ihr findet uns auf unserer Homepage unter inspektrum.eu, auf Instagram unter inspektrin-podcast. Wir haben auch Facebook, Twitter, Mastodon und einen YouTube-Channel. Aber das findet ihr alles auch in den Shownotes verlinkt. Ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben, wenn ihr wollt, an inspektrin@gmx.net oder ihr findet uns auf dem Aspect German Discord Server. Dort haben wir einen Channel, in den ihr schreiben könnt oder ihr findet uns auch mal im Voice Chat. Schaut gerne vorbei, wir reden gerne mit euch. Dann bis in 2 Wochen. Ciao. Tschüss. Tschüss.